Vielen Dank, Thomas, für die ganz netten Worte. Vielen Dank für alle, die hier sind und mich unterstützen, das zu machen. Ich muss mal kurz gucken, ob die Kamera mich trackt, weil ich das Tracking gerne benutzen möchte. Das Schönste ist, wir haben ganz viel Zeit und ich werde mir auch sehr, sehr viel Zeit lassen. Die Zeit werde ich nämlich brauchen. Ich glaube, jetzt hat er mich. Nee, hat er mich nicht. Gut, aber das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen 24 Stunden Vorlesungen machen und Sie dürfen immer kommen und gehen, wann Sie wollen. Also online wie offline, das heißt, Sie können einfach tun und machen, was Sie gerne möchten. Und für jeden, der hier ist, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und für jeden, der online zuguckt, ebenfalls vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ich möchte im Prinzip, genau was Thomas Hüste gerade gesagt hat, ein bisschen für den Ingenieursberuf werben. Und ich möchte auch ein bisschen versuchen darzustellen, was ist denn ein Ingenieur, eine Ingenieurin überhaupt? Weil ich der Meinung bin, dass viele das nicht wissen, die von der Schule kommen oder die was anderes studieren oder die damit kein Kontakt haben. Und deswegen machen wir mal den Beamer an. Und ich habe hier viele tolle Knöpfe, die ich die ganze Nacht noch nutzen darf. Und jetzt wird man, das sehen Sie da gar nicht, Sie sehen immer nur das hier, aber das Schöne ist, dass man im Stream jetzt irgendwie das sieht und man sieht auch mich. Und ich muss hier immer noch so ein bisschen gucken, dass das mit dem Tracking funktioniert, weil so 100% will er noch nicht. Wenn nicht, muss ich halt weiter weg, das ist auch okay. Gut, also, warum sind Sie hier? Die Idee ist, dass Sie innerhalb von 24 Stunden Ingenieur, Ingenieurin werden können. Okay, und der oder die, die das durchhalten, die kriegen so ein kleines Zertifikat von mir. Sie dürfen zwischendurch einschlafen, das ist mir egal. Und Sie dürfen zwischendurch auch andere Sachen. Und Sie dürfen auch mal weggehen und dann mal wiederkommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber letztendlich geht es darum, dass wir wirklich versuchen, Sie innerhalb von 24 Stunden zu Ingenieuren auszubilden. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil zum Ingenieur oder zur Ingenieurin gehört doch ein bisschen mehr. Aber was ich Ihnen so gerne mitgeben möchte, und das werden Sie jetzt in allen meinen Vorlesungen sehen, zu Beginn gibt es immer ein kleines Promising Empowerment. Also was erwartet Sie jetzt? Jetzt erwartet Sie erstmal 2 Stunden Einführung. Und das Erste, wofür Sie sich gerade bereit erklären und ich auch, ist 24 Stunden am Stück Vorlesung. Und was ich dabei machen möchte, ist, ich möchte die verschiedenen Fächer, die wir haben, darstellen. Ich möchte die verschiedenen Denkweisen, die wir haben, darstellen. Und ich möchte ganz viele Themen, die zum Ingenieursberuf dazugehören, irgendwie abdecken. Ich werde nicht alles schaffen, aber ich werde versuchen, Ihnen einen ganz, ganz breiten Einblick da reinzugeben. Und was wichtig ist, ist, wir machen in diesen 24 Stunden richtige Vorlesungen. Okay? Also das heißt, wir werden nicht irgendwie so Werbeveranstaltungen machen. Ne? Also dass ich dann schöne Bilder zeige und dann sage, kann man da arbeiten. Sondern wir machen richtige Vorlesungen. Also wir machen eine richtige Mathe-Vorlesung. Wir machen eine richtige Thermodynamik-Vorlesung. Wir machen eine richtige Elektrotechnik-Vorlesung. Damit Sie einen Einblick kriegen, manche von Ihnen haben das schon, was man im Ingenieurstudium inhaltlich tut. Was ich hier nicht abdecken kann, ist die praktische Ausbildung, die zum Ingenieurwesen gehört. Das kriegen wir jetzt hier nicht hin und nach ein paar Stunden wird es auch zu gefährlich. Aber die theoretische Ausbildung, die können wir als Überblick relativ gut darstellen. Und das Allerwichtigste ist, dass wir irgendwie Spaß haben. Okay? Weil das Ganze ist eine Spaßveranstaltung und Spaß, ich will jetzt nicht sagen, kommt mir sonst immer zu kurz, aber man darf nie vergessen, wir sind alle irgendwie freiwillig hier. Und das heißt, das Ganze sollte eine Spaßveranstaltung sein. Und das gilt für Sie alle, sowohl online als auch offline.
gucken Sie zu, stellen Sie Fragen. Ich versuche auch einen Blick in den Chat zu haben. Ich kann das jetzt nicht immer durchgehend haben, aber ich versuche es. Und für die, die hier sind, gehen Sie raus, gehen Sie rein, machen Sie was am Laptop, hören Sie zu. Das ist, fühlen Sie sich einfach wohl. Okay. Die erste Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist, was ist überhaupt ein Ingenieur, eine Ingenieurin? Und dieses Bild habe ich runtergeladen bei ausmalbildvorlage.com. Und jeder, der möchte, kann sich das dort auch runterladen und kann das für sich ausmalen und kann da reinmalen, was er oder sie denkt, was ein Ingenieur ist. Das können Sie mir auch schicken. Sie haben 24 Stunden läuft die Vorlesung. Das heißt, ich gucke mir das dann auch an. Vielleicht poste ich es dann auch, muss ich mal gucken. Aber das heißt, wenn Sie sich selber mit der Frage beschäftigen wollen, was sind eigentlich Ingenieure, was machen die, was gehört dazu, laden Sie sich das runter, malen Sie ein bisschen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da so bei rumkommt. Dann würde ich die Frage eigentlich erstmal gerne an Sie weitergeben. Sowohl online wie auch offline. Was ist ein Ingenieur, eine Ingenieurin? Jetzt kann ich mal anfangen, mich hier mit meinen Knöpfen. Also hier im Hörsaal ist es relativ leicht. Dann mache ich einfach so. Und hier mache ich so. Okay, funktioniert. Okay, die, die bei mir in der Vorlesung sind, wissen, was das ist, ein Mentimeter. Und das heißt, sie dürfen sich jetzt selber mal überlegen, was ist ein Ingenieur, was ist eine Ingenieurin und dürfen da mal was reinschreiben. Und ich bin mal gespannt, was da so kommt. Sie sehen, ich werde viele Sprechpausen einbauen. One response, das ist gut. Okay, also ich glaube, Sie sehen das ja alles, ne? Und was ganz interessant ist, ist, dass die Sachen sich viel decken. Ne? Entwickler, Problemmacher, Erfinder, Praktiker, Praktikerin, Erfinderin, Macherin, Problemsolver. Und im Prinzip ist es ganz spannend, dass es irgendwie was mit Entwicklung machen, praktisch irgendwas tun und andererseits mit Lösen von Problemen zu tun hat. Und was mir sehr gut gefällt, ist natürlich Wissenschaftlerin mit Praxisbezug. Ingenieur, finde ich auch sehr, sehr gut. Interessanter, vielseitiger Beruf. Wenn man mal guckt, es gibt eine Definition. Jetzt muss ich mal kurz wieder, zack, zack. Okay, ich muss hier einmal kurz, so, läuft hier ein.
Das ist, also Sie finden viele Definitionen, aber das ist eine Definition, die das eigentlich relativ gut deckt und die auch beide Punkte, die Sie gerade genannt haben, aufgreift. Ne? Erfinder, Praktiker und Problem Solver. Und letztendlich sind Ingenieure, Ingenieurinnen nichts anderes außer Menschen, die für ein Problem eine technische Lösung finden. Darum geht es im Ingenieurberuf. Es ist egal, was Sie für ein Problem haben, Sie finden dafür eine technische Lösung. Das macht Ingenieure, Ingenieurinnen. Und das verbindet so ein bisschen das, was Sie da beides genannt haben. Und ich will mal ein ganz einfaches Beispiel dazu geben. Das habe ich mir jetzt aus einem lustigen Taschenbuch, leider schwarz-weiß, geholt. Und das ist ein Ingenieur, den wir, glaube ich, alle kennen, Daniel Düsentrieb. Und da sieht man das ganz schön. Da gibt es ganz viele Beispiele. Und hier ist es irgendwie so, dass er zu viel gearbeitet hat und eigentlich Urlaub machen will und entspannen will. Und dann kann er aber nicht entspannen, weil da ist jemand, der beschwert sich die ganze Zeit. Und das ist ein Gärtner. Und der beschwert sich, weil das mit dem Laubhaken nicht so richtig klappt. Und dann denkt er so, okay, Problem, klappt mit dem Laubhaken nicht so richtig. Das kriegen wir irgendwie gelöst. Und gelöst kriegt man es dann so. Okay, das heißt, er baut ein Gerät, mit dem hüpft er dann da so rum. Und er baut ein Gerät, mit dem er dieses Problem für ihn löst. Es ist einfach eine technische Lösung. Man hätte es auch irgendwie anders lösen können, aber es ist eine technische Lösung für das Problem. Dasselbe ist hier, da nimmt er einen Nebenjob an und der Nebenjob ist in so einem Lagerhaus und in diesem Lagerhaus hat er die Aufgabe, er kriegt dann immer Anrufe und soll irgendwelche Sachen raussuchen und das funktioniert nicht so gut, weil das sieht man hier unten, das ist alles nicht so sortiert und das dauert ewig und dann gefällt ihm das Ganze nicht so gut und er ist völlig überfordert und will auch da wieder das Problem lösen und was macht er? Er konstruiert etwas. Und was er konstruiert, ist, sieht man hier, so ein automatisches System. Wenn dann jemand anruft, dann nimmt das die Anfrage entgegen. Okay, was wollen Sie aus dem Lager haben? Fliegt dahin, holt das und bringt das dann dahin. Also das sind sehr, sehr schöne Beispiele für Probleme, die immer zu einer technischen Lösung führen. Und das ist eigentlich das, wofür wir Sie als Ingenieurinnen Ingenieure ausbilden. Sie werden das nicht immer machen im Berufsleben. Im Berufsleben arbeiten hat das ganz, ganz viele Ausprägungen, was Sie dann machen können. Aber eigentlich wollen wir dahin. Und da möchte ich heute auch ein bisschen mit Ihnen hin. Und dafür haben wir diesen Stundenplan. Also ich bin noch ein bisschen hier. Und das Erste, das machen wir jetzt gerade. Was ist eine Ingenieurin? Was ist ein Ingenieur? Was machten die überhaupt? Und dann will ich durch diese Fächer mit Ihnen durchgehen, die jetzt gar nicht auf einen, Herr Jüstel hatte das ja gerade schon gesagt, im Ingenieurwesen haben wir extrem viele Bereiche, Vertiefungsrichtung und was auch immer. Also ich zum Beispiel bin Verfahrenstechniker, das lernen Sie dann auch noch, was das ist. Und ich will jetzt nicht einen Ingenieurberuf darstellen oder eine Ausprägung, sondern ich habe versucht, mir bis auf eins oder zwei rauszusuchen, Sachen rauszusuchen, die allgemein im Ingenieurwesen drankommen. Okay, also egal wo und in welcher Ausprägung Sie Ingenieurwesen studieren, Sie werden mit Mathematik zu tun haben. Und deswegen machen wir 2 Stunden Mathe-Vorlesung. Und Sie werden auch, und da freue ich mich sehr besonders drauf, Sie werden auch mit Werkstoffwissenschaften zu tun haben. Und da haben wir einen Gast, der schaltet sich dann online dazu, das ist der Martin Bonnet, der den ganz tollen YouTube-Kanal Welt der Werkstoffe hat und der übernimmt dann für nur 1 Stunde, aber ich glaube, das ist in Ordnung so, weil sonst wird es auch ein bisschen spät. Und dann erzählt er uns was über die Welt der Werkstoffe und da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir da wen finden konnten, der Lust hat, da mitzumachen. Dann werden wir was mit Data Science machen. Und zwar werden wir hier so ein bisschen programmieren und also Data Science wird immer mehr in die Curricula eingebaut. Manche haben das schon sehr stark, manche haben das nicht so stark. Wir werden hier so ein bisschen Jupyter Notebook machen, wir werden das auch mal zusammen machen. Das heißt, wir gucken uns das mal so ein bisschen an, wie Data Science, wofür wir das im Ingenieurberuf brauchen. Und dann ist es so, dass ich versuche, ich schaffe das leider nicht ganz, aber ich versuche schon die Themen, die ich im Data Science und in der Mathematik habe,
dass die später wieder vorkommen, also dass sie die Verknüpfung der Fächer sehen. Okay, also die Mathevorlesung, die ich halte, ist eine richtige Mathevorlesung, aber ich versuche ihnen zu zeigen, dass sie einen Grund hat, warum die so ist und warum man das lernt bei uns. Okay? Dass man so ein bisschen so eine Connection zu den anderen Fächern hinkriegt. Und das geht dann so ein bisschen mehr los, wenn wir dann in Mechanik und Thermodynamik reingehen. Da freue ich mich ganz besonders um 3 Uhr nachts Thermodynamik. Ja, es gibt Schlimmeres. Genau, und das sind auch Fächer, egal welche Ausprägung. Also mir ist keine Ingenieursausprägung bekannt, in der sie nicht ein bisschen Mechanik, nicht ein bisschen Thermodynamik machen. Das heißt, das sind klassische Ingenieursdisziplinen, die wir uns hier auch angucken. Wir werden tatsächlich uns mit Ampeln beschäftigen. Es gibt einen Grund, warum wir das machen. Wir werden uns danach auch mit Sekt, habe ich sogar mitgebracht, werden wir ein kleines Experiment machen. Also wer um 3 Uhr nachts, ja, um 4 Uhr nachts Sekt trinken will, ist herzlich willkommen. Ich werde es nicht können, sonst falle ich um und schlafe. Aber das kann ich schon mal vorweggreifen. Genau, dann kommt eine Vorlesung, auf die ich mich persönlich sehr freue, weil es überhaupt nicht mein Fachgebiet ist, Elektrotechnik. Da musste ich mir ein bisschen sowas zusammenbasteln, aber im Ingenieurbereich sehr, sehr wichtig. Und dann, das sind eher so, wie soll ich sagen, die Fächer sind ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mathelastiger, aber da werden wir die Mathematik schon brauchen. Und dann geht es aber in Fächer, die wirklich dem Ingenieurwesen einfach zugeschrieben sind. Okay, also Thermodynamik und Mechanik lernen Sie auch in Naturwissenschaften. Elektrotechnik lernen Sie auch in Naturwissenschaften. Aber Konstruktionslehre und Fertigungstechnik haben wir ja auch gerade den dafür, der uns da auch, glaube ich, gut helfen könnte. Das sind wirklich typische und reine Ingenieursfächer und Sie sehen auch, wir haben ja so ein paar Sachen aufgebaut. Das heißt, wir werden auch was tun und die Frage werde ich nachher nochmal fragen, weiß jemand, was das hier ist? Ich war ganz enttäuscht, dass niemand weiß, was das ist. In meiner Generation würden alle wissen, was das ist. Okay, dann müssen sie warten bis 5 Uhr morgens und dann klären wir das. Und dann kommen wieder ein paar Fächer, die aus diesem reinen Konstruieren, Bauen wieder ein bisschen weg sind. Und das ist Strömungslehre. Auf Strömungslehre freue ich mich tatsächlich sehr, weil Strömungslehre war was ich eigentlich immer machen wollte, aber nie so richtig gemacht habe. Also ich bin dann immer irgendwie andere Wege gegangen in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Aber Strömungslehre war eigentlich eine der Sachen, die mich selber so zum Ingenieurstudium und Ingenieurberuf hingetrieben hat. Und dann kommt Verfahrenstechnik, was unser Hauptgebiet ist, ne? Also ich bin ja selber Verfahrenstechniker und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass Sie in Maschinenbau Verfahrenstechnik lernen. Ich als Wirtschaftsingenieur, ich bin ja ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, habe Verfahrenstechnik gelernt. Also ich bin ja erst in der Promotion dann richtig wirklich zum Verfahrenstechniker geworden. Und dann am Ende Wärmelehre. Das war, weil ich da irgendwie einfach Lust drauf hatte. Ich frage mich nicht, warum ich da Lust drauf hatte, aber irgendwie habe ich mir den Stundenplan angeguckt und dachte, okay, Wärmelehre fehlt. Man hätte auch Stoffübertragung machen können, man hätte ein, zwei andere Sachen machen können. Aber ich hoffe, in der Vorlesung kann ich Ihnen auch zeigen, warum die Wärmelehre so wichtig ist und warum es wichtig ist, wie wir Reaktoren kühlen. Und das Letzte ist dann Nanotechnologie und das ist im Prinzip mein Forschungsgebiet oder ein Gebiet, in dem ich mich sehr viel rumtreibe, also so von der Verfahrenstechnik in die Nanotechnologie. Und da habe ich mir einfach eine Vorlesung rausgesucht, auf die ich Bock habe, weil alles andere kann ich da, glaube ich, nicht mehr stemmen. Das heißt, da habe ich mir irgendwas Leichtes gesucht, was irgendwie Spaß macht. Was jetzt aber in diesem Stundenplan ein Ausblick für Master wäre. Also alles, was Sie vor Nanotechnologie sehen haben, ist Bachelor. Und wir machen das auch auf Bachelor-Level. Oder ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer. Es wechselt sich so ein bisschen hin und her. In der Mathematik fangen wir sehr, sehr leicht an. Später werden wir ein bisschen schwieriger, machen auch ein bisschen schwieriger Mathematik. Genau, aber in der Nanotechnologie wäre dann so ein bisschen so ein möglicher Master-Ausblick, den man da machen kann. Gut, jetzt möchte ich Sie wieder ein bisschen mit einbeziehen. Das heißt, ich muss mal wieder hier auf meinen Knöpfen rumdrücken. Und zwar würde ich von Ihnen jetzt gerne wissen,
Was ist denn? Nee, kennen Sie Ingenieurinnen und Ingenieure? Also sich selber und Leute, aber generell, kennen Sie Ingenieurinnen und Ingenieure? Und wenn Sie die kennen, dann sagen Sie das. Mein Vater, mein Nachbar, mein Kollege. Okay, Konstruktionsingenieur, Sicherheitsingenieur, Chemieingenieur, okay, aber ich meine persönlich, also Namen. Also entweder kennen Sie die aus den Medien, das ist alles richtig, was Sie da schreiben. Aber ich meine so als Person, als Vorbild, kennen Sie Ingenieure, Ingenieurinnen? Oppenheimer, ist Oppenheimer, wer weiß das? Oppenheimer, man hört sie eh nicht. Ist Oppenheimer ein Ingenieur, wer weiß das? Nee? Was? Physiker, genau. Oppenheimer ist ein Physiker. Und ein guter Projektmanager. Mein Vater zählt, mein Nachbar zählt, ehemaliger Kollege zählt. Karl Benz finde ich sehr schön, den werden wir nämlich auch gleich sehen. Das finde ich ganz toll, Karl Benz. Tony Stark finde ich sehr toll. Werden Sie auch gleich sehen, warum ich das so toll finde. Gefällt mir sehr gut. Megatron? Wer ist denn Megatron? Weiß jemand, wer Megatron ist? Ah, okay. Ja, okay. Das habe ich nicht geguckt tatsächlich. Gut, also wenn ich zwischendurch mal nicht weiß, oder die Vorlesung zu Ende ist, gucke ich Transformers und dann weiß ich... Können Sie sich hier Popcorn nehmen und dann ist alles gut. Cool. Also, sehr, sehr viele Ideen. So, jetzt werde ich mal wieder... Und was man bei Ihnen sieht, das sieht man übrigens bei mir auch gleich, ist eine ganz interessante Sache und an dem werden wir ein bisschen arbeiten müssen. Und das ist, oh, jetzt habe ich zu oft gedrückt. Also ich gehe jetzt erstmal ein paar Ingenieure, Ingenieurinnen durch, die ich so gefunden habe, die mir einfach eingefallen sind. Und dann sagen Sie mir mal, ob Ihnen was dabei aufgefallen ist. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist Archimedes. Und Archimedes ist eigentlich so ein Archetyp, das Ingenieurwesen, weil der alles, was Sie da genannt haben, mit diesem ganzen Basteln und Bauen und diese ganzen Sachen, das trifft alles für Archimedes zu. Und was cool ist, ist, dass er auch diesen typisch mechanischen, also wir haben ja Mechanik die Vorlesung, und er hat halt diesen Blick gehabt, ne? Also er hat sehr, sehr viele mechanische Sachen gebaut, er hat unglaublich interessante Sachen gemacht, also archimedisches Prinzip, diese Schraube, die Sie da sehen, die hat er entwickelt, also alles irgendwie so mechanische Dinge. Hebelgesetz, weiß man, wer Hebelgesetz? Vorlesung bei mir, die wissen das. Suchen Sie mal raus, brauchen Sie noch, aber ich glaube, die meisten von Ihnen wissen das. Und was eigentlich interessant ist, ist, wenn man guckt, die Sachen, die hier nicht stehen, was der noch so sonst so gebaut hat. Er kommt übrigens auch im neuen Indiana Jones vor, aber das finde ich nicht so gut. Aber was ganz interessant ist, ist eigentlich, und da wird extrem lange oder wird viel darüber diskutiert, ist, dass die, als die angegriffen wurden, dass die ihre, die hatten so Schilde und die haben die verspiegelt, um die Sonne auf den Punkt zu fokussieren und die Schiffe in Brand zu setzen. Und das hat er sich alles überlegt und dann dachte man immer, ja, das ist Kappes. Und dann hat man es einmal versucht nachzubauen, es hat nicht geklappt, dann hat man es nochmal versucht nachzubauen, es hat tatsächlich funktioniert. Also das heißt, bis heute immer noch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich so geklappt hat, dass die damals die Schiffe so angezündet haben oder nicht. Theoretisch würde es aber funktionieren. Er hat auch so komische Krallen entwickelt, mit denen man dann die Schiffe da rausgehoben hat, die in die Hafenanlagen kamen. Und das war natürlich
psychologisch ein Riesending damals, wenn Sie sich das vorstellen. Also Sie sehen dann so Sachen, die Sie überhaupt nicht zuordnen können. Und eine weitere Person, die man, glaube ich, auf keinen Fall vergessen darf, ist Nikola Tesla. Der wird auch nochmal wiederkommen in der Elektrotechnik später, weil ich ihn als Ingenieur, Mensch, Erfinder, wie auch immer, super, super spannend finde. Und das Krasse an Tesla ist eigentlich, dass er so der Archetyp für einen Elektroingenieur ist. Vielleicht nicht vom Charakter, aber von all den Sachen, die er gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal vom Stromkrieg gehört hat oder den Film Prestigio kennt. Da kommt das auch drin vor. Genau, das werden wir uns auch nochmal angucken. Das ist auch ganz interessant, weil das war ein Krieg, wo es um Technologien ging. Welche Technologie wird sich durchsetzen? Und da war Tesla ein ganz, ganz maßgeblicher Faktor drinne und der war halt unglaublich umtriebig, ne? 280 Patente und alles im Bereich Elektrotechnik oder elektrische Energietechnik, weil er immer diese, und das ist eigentlich das Schöne, er hatte immer diese Vision, Energie für alle zugänglich zu machen. Also alle sollten Zugang, freien Zugang zur Energie kriegen. Er wollte auch eigentlich freie Kommunikation haben und das hat ihn angetrieben. Und dafür war sein Mittel, war eben technische Lösungen zu finden. Und dann hat er sich der Elektrotechnik gewidmet. Und wir werden noch ein bisschen mehr über ihn reden. Dann einer, der hier auch mit Tesla nicht fehlen darf eigentlich, Elon Musk. Und bei Elon Musk ist eigentlich interessant, dass der war ja früher so ein total gefeierter Star. Also das war, also gottgleich will ich nicht sagen, aber jeder, der über den geredet hat, hat immer gesagt, alle Menschen müssen wie Elon Musk werden. Und das hat sich jetzt so ein bisschen verändert in den letzten 2-3 Jahren. Aber was eigentlich interessant ist, ist, dass Elon Musk eine ganz klare Vision hat. Und die Vision, die ihn treibt und die ihn auch hinter sein Unternehmen treibt, ist die Idee, dass er sagt, die Menschheit soll eine interplanetare Spezies werden. Okay? Das ist das, was ihn antreibt. Und dafür hat er SpaceX gegründet und dann aus anderen Gründen hat er noch Tesla gegründet. Und das Interessante ist, dass, also ich konnte mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, aber dass er festgestellt hat, als er SpaceX gegründet hat, dass ein Flug von so einer, also da ist Falcon 9, Rakete, unglaublich teuer ist. Also das konnte ich mir vorstellen, aber dass er gesagt hat, naja, wenn man die Rakete hochschießt und unten wieder auffängt, spart man extrem viel Geld. Und ich glaube, niemand glaubt, dass das irgendwie Sinn macht. Aber er hat das dann alles mal durchgerechnet und hat dann gesehen, doch, das ist tatsächlich so. Weil das, was so viel kostet, ist eigentlich die Rakete, die sie da hochschießen müssen und nie wieder benutzen können. Bei den Space Shuttle war das Problem, da haben die das ja auch versucht, das Design war nicht so gut. Die hatten dann sehr, sehr viel Probleme mit dem Rekonstruieren. Und ich finde es aus rein technischer Sicht halt unglaublich cool. Also wenn man sich das vorstellt, da wird eine Rakete irgendwie hochgeschossen und die landet dann eigenständig wieder irgendwo auf dem Meer. Also sowas irgendwie zu bauen, das finde ich schon sehr, sehr krass. Gut, weiter. Ja. Wolowitz. Wolowitz, und jetzt kommen wir so ein bisschen, deswegen hat mir Tony Stark auch gerade so gefallen. Also es gibt ja Ingenieure im realen Leben und es gibt Ingenieure im popkulturellen Leben. Und im popkulturellen Leben sind wir nicht sehr gut vertreten. Eigentlich sind wir im wahren Leben auch nicht, wenn ich mir die anderen angucke, aber gut. Das Problem ist, dass diese Vertretung im popkulturellen Leben, die in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Berufswahl spielt und bei der Wahl, wie man Berufe auch wahrnimmt, eigentlich dafür sorgen muss, dass Ingenieure, Ingenieurinnen in einer kompletten Breite dargestellt sind, der Gesellschaft. Und Wolowitz ist zwar so ein ganz lustiger, süßer Typ irgendwie, ein Masterabschluss am MIT, damit wird er von den anderen immer gehänselt, weil die anderen haben alle promoviert und erkennen das nicht so richtig an. Und dann ist halt, arbeitet als Raumfahrtingenieur, hat eigentlich einen ziemlich coolen Job, aber er benutzt eigentlich die ganze Zeit nur das NASA-Equipment, um irgendwelche Frauen zu beeindrucken, spricht 5 Sprachen mit Klingonisch. Und das ist so ein Archetyp des Ingenieurwesens in der Gesellschaft, was eigentlich nicht gut ist. Das ist zwar ganz witzig, aber das ist ja nicht repräsentativ oder es darf nicht repräsentativ sein. Weil jeder, der sich nicht mit ihm identifiziert, identifiziert sich dann auch nicht mit dem Ingenieurwesen.
Und das Problem ist, die drei, die ich Ihnen davor gezeigt habe, die sind ja jetzt auch nicht so everybody da, oder so der Typ von nebenan. Ja, also Tesla sowieso nicht, Elon Musk auch nicht, wenn man dem mal irgendwie zuhört. Und ich glaube, Archimedes war auch irgendwie ein eher, sagen wir eher sehr begabt, kann man so sagen. Und diese Darstellung findet überhaupt nicht statt und ich habe es jetzt nicht mehr geguckt, aber das ist immer so ein Beispiel, was ich gerne gebe, ist, ich habe früher mit meiner Mama immer gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt und gute Zeiten, schlechte Zeiten hat so ein ganzes Wiki. Und bei gute Zeiten, schlechte Zeiten können Sie gucken, welcher Charakter welche Ausbildung hat und als was arbeitet. Und als ich klein war, haben die alle in einem Medien, so ein Medienverlag oder sogar, so genau weiß ich gar nicht, aber ich wollte das tun. Also ich wollte das machen. Ich wusste nicht, was die machen, das sah aber irgendwie cool aus. Da waren immer so bunte Sachen und so. Und dann liefen die da immer alle rum, hatten viel zu tun und das fand ich irgendwie cool. Und das hat einen großen Einfluss. Und als ich geguckt habe, ist glaube ich 3-4 Jahre her, hatte gute Zeiten, schlechte Zeiten tatsächlich immer noch, also wir sind da nur zufällig drüber gestolpert, eine, die das heißt werberelevante Zielgruppe, ne, also wer guckt das? 1 Million Leute am Abend. Das heißt, 1 Million Leute am Abend gucken gute Zeiten, schlechte Zeiten und sehen dann diese Bilder. Und dann habe ich mal nachgeguckt und es gab bis zu dem Zeitpunkt vor 3 Jahren, gab es einen, den kannte ich sogar noch von früher, einen, der ein naturwissenschaftliches Studium hatte, der hat Chemie studiert, der hat aber nicht als Chemiker gearbeitet, der hat als Architekt gearbeitet. Und alle anderen Berufe, die da präsentiert waren, es war kein einziger Ingenieursberuf dort. Und es war kein einziger naturwissenschaftlicher Beruf dort. Und das wird natürlich nicht besser, wenn das die Archetypen sind. Und dann kann man eben weitergehen, kann auch so ein bisschen gucken. Ne, Tony Stark, da ist er. Der ist jetzt ein bisschen anders als Bolowitz, aber der ist auch ein spezieller Typ. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wer von den beiden beliebter oder unbeliebter ist. Ich glaube, unbeliebt sind die beide nicht. Die Frage ist, wie viele Menschen identifizieren sich damit? Also ich identifiziere mich mit beiden nicht. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Das heißt, also die Frage auch, was ist ein Ingenieur, was ist eine Ingenieurin, die müssen wir nicht nur anhand der Vorlesungen, so wie ich das heute mache, klären, also anhand der Fachinhalte, sondern es geht auch immer darum, wie wird ein Ingenieur, eine Ingenieurin in der Gesellschaft dargestellt. Und jetzt kann man denken, naja, das sind ja Science Fiction und das juckt eh keinen, das guckt man sich halt an und ist irgendwie zufrieden. Aber wenn man jetzt mal guckt, Tony Stark hat schon einen ziemlichen Einfluss. Also wenn man zum Beispiel mal hier guckt, das ist ein Patent von 2013 und da hat jemand versucht, seinen Anzug nachzubauen, hat den sogar patentiert. Ja, das heißt, die Leute versuchen das schon irgendwie zu tun. Es gibt schon eine Identifikation damit, die wollen das auch tun. So, das heißt, der Hebel über die Popkultur ist sehr groß, ne, über die, was in der Gesellschaft passiert. Ich glaube, man erkennt es sogar. Ich muss mal schauen. Ja doch, hier am Helm erkennt man es auf jeden Fall. Und die Dinger zu bauen ist jetzt ziemlich schwierig. Also es wäre cool, wenn jemand sowas mal bauen kann. Ich weiß nicht, ob jemand Mythbusters kennt von früher. Das waren so Leute, die haben sowas nachgebaut. Und einer von beiden ist noch aktiv und der hat so ein Ding nachgebaut. Und der ist damit auch geflogen. Also der hat den Antrieb, nee, die haben den sogar in so ein Ding gesteckt und dann haben sie ihm so Flugdüsen und der ist damit, ich glaube, 20 Meter geflogen auf einer Höhe von, ich weiß nicht genau, ein paar Metern. Also der Hebel dieser Sachen ist sehr, sehr groß. Okay. Und das ist jetzt natürlich alles witzig, aber Tony Stark hat nicht nur diesen Anzug gebaut. Tony Stark hat noch was anderes gemacht und zwar... Weiß eigentlich jemand, wie Tony Stark, das ist im ersten Film, ich weiß, weil ich sie jetzt letztens wieder gesehen habe, wie er diesen Anzug betreibt? Oder steckt dahinter noch eine andere Erfindung, die er vorantreibt? Weiß jemand von Ihnen das? Ja? Genau, der Arc-Reaktor. Wissen Sie auch, was der Arc-Reaktor ist? Warten Sie mal. Okay, Sie hatten sich gemeldet? Mhm. Genau. 70er Jahre, also wurde bei uns in den 70er Jahren tatsächlich auch schon. Weiß jemand die Technologie dahinter? Es geht darum, Energie zu erzeugen, ähnlich wie bei Tesla. Es geht darum, Energie für alle zu erzeugen.
Und es wird eine ganz spezielle Technologie genutzt, die er nutzen will. Und er hat es dann auch geschafft, da irgendwie in der Höhle, wo er da war, das Ding hinzukriegen quasi. Weiß das jemand? Ja? Genau, Fusionsenergie. Also der ARC-Reaktor ist ein fiktiver Kernfusionsreaktor. Und es geht darum, dass, also Nuklear- oder Atomkraftwerke kennen Sie wahrscheinlich. Ich bin neben einem groß geworden. In Grunde, der ist jetzt noch nicht zurückgebaut, aber der ist abgeschaltet. Und die haben halt so ein paar Problemchen. Die erzeugen zwar ordentlich Dampf, aber der radioaktive Abfall, der die von denen auch nicht bezahlt wird und die Dinger überhaupt ökonomisch rechenbar macht, okay. Aber die haben eben das Problem mit diesem Abfall. Und die Kernfusion, da vermeiden sie den ganzen Abfall und die ganze Radioaktivität, weil sie verschmelzen, weiß ich mal, was man verschmilzt? Ja? Genau, Wasserstoff zu Helium und beim Verschmelzen entsteht unglaublich viel Energie. Und das heißt, bei Wasserstoff und Helium ist jetzt auch nicht so schlimm wie bei Uran. Und was macht das MIT? Oh, falscher Knopf. Das hier. Das ist ein Paper von 2015. Und da haben die am MIT einen Reaktor vorgestellt auf Basis des ARC-Reactors. Okay, also die haben sich das Ding, wie das da so gedacht ist und all diese Ideen, die da so ein bisschen drin sind, mal genommen und haben das Ding tatsächlich versucht zu bauen. Oder sind dabei versucht zu bauen. Sind auch sehr, sehr guter Dinge. Ja, also MIT macht sowas jetzt nicht zum Spaß, ist in den Rankings immer Platz 1, wenn Sie gucken, also weltweite Universitäten, MIT Platz 1. So, und wenn die sowas machen und sagen, wir gucken uns jetzt mal Iron Man an und der hat da eine Idee für Kernfusion, ist jetzt wissenschaftlich nicht haltbar, aber da wird so ein bisschen was erzählt und dann überlegen wir uns mal und machen das mal. Dann machen die das nicht ohne Grund. Okay? Und die sind davon relativ überzeugt, weil das Problem bei der Kernfusion ist immer, dass seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, sagt man immer, in 30 Jahren ist soweit. Und die sind jetzt, ich weiß nicht, ob es die Ersten sind, die sagen jetzt, nee, in 20 Jahren schaffen wir es. Und das heißt, in 20 Jahren werden sie wieder sagen, in 20 Jahren schaffen wir es. Aber das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass diese Hebel wirken. Okay, wissenschaftlich wirken, in der Gesellschaft wirken. Und deswegen müssen wir irgendwie versuchen, weil das sind jetzt hier keine, ne, also der Ironman-Anzug ist eine Spielerei, aber das ist keine Spielerei mehr. Ne? Hier geht es darum, irgendwie Energie für alle zu kriegen und auch ordentlich Energie. Wir haben gesehen, was mit den Energiepreisen passieren kann. Und so. Und das heißt, wir brauchen dringendst gute Ingenieure, Ingenieurinnen und wir müssen auch irgendwie versuchen, die Themen in die Gesellschaft zu kriegen. Und das funktioniert auf diesen Wegen, aber wir können es jetzt auch nicht nur mit Iron Man und Marvel und so machen. Okay. Und das heißt, genau, hier ist nochmal, das ist jetzt von Wikipedia nochmal raus. The project was announced in 2013. The name and design were inspired by the fictional ARC reactor built by Tony Stark. Okay? Also, das kommt daher. Gut, ich habe Ihnen jetzt einfach so ein paar Ingenieure gezeigt, die Sie kennen oder nicht kennen. Kann man jetzt auch diskutieren, wer welche Ausbildung genau hat, aber letztendlich sind es alles irgendwie Leute, die sich als Ingenieure selber begreifen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen bei der Auswahl, die ich Ihnen vorgestellt habe? Ja? Alle männlich, ne? Ja, ist nicht gut. Genau, alle männlich. Also das heißt, wenn Sie erstmal so nach berühmten Ingenieurinnen gucken, finden Sie nur männliche Beispiele. Genau wie das. Das heißt, Aufgabe für Sie, die nächsten 24 Stunden, geben Sie mir weibliche Beispiele. Es gibt ganz viele berühmte oder sehr, sehr gute Ingenieurinnen. Und wenn Sie sich mal langweilen zwischendurch, suchen Sie einfach mal, gucken Sie einfach mal, weil das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht repräsentativ. Und das adressiert auch nur die Hälfte der Gesellschaft. Okay? Also auch da sehen Sie, sind wir sehr gebiased. Okay? Und das heißt, eine Aufgabe an Sie ist, ich versuche das auch aufzunehmen, also ich werde jetzt keine PowerPoint auf die Schnelle rausmachen können, aber ich versuche das auch immer wieder aufzunehmen. Suchen Sie mal, gucken Sie mal, wen Sie so finden, was die Leute auch geleistet haben. Ich verspreche Ihnen, Sie finden ganz viele Leute, von denen Sie noch nie gehört haben, die ganz, ganz tolle Sachen gemacht haben. Und ich freue mich, wenn ich ab und zu irgendwie eine Nachricht dazu kriege. Gut.
Ich würde jetzt gern in ein ganz anderes Thema gehen. Und zwar habe ich erstmal versucht, allgemein irgendwie Ihnen zu erklären, was macht eine Ingenieurin, ein Ingenieur überhaupt? Also ne, einfach diesen Satz merken, Probleme technisch lösen, egal welches Problem, technisch lösen. Und dann ein paar Beispiele gezeigt. Und jetzt ist eigentlich, Entschuldigung, die Frage, die ich gerne so ein bisschen beantworten möchte. Wie sieht es denn hier in Deutschland? Man könnte es auch für andere Länder nehmen. Ist jetzt egal, ich habe es mir jetzt für Deutschland rausgesucht, weil passt jetzt hier irgendwie. Und wie wichtig sind denn Ingenieure, Ingenieurinnen für uns hier und unsere Gesellschaft? Und hier sehen Sie mal einen Überblick. Das sind jetzt verschiedene Studien oder Untersuchungen, einmal 2018 und einmal 2015. Es hat sich gar nicht so viel verändert. Was gut ist, ist, dass der Anteil im Kraftfahrzeugbau geringer geworden ist, obwohl er nicht gesunken ist. Also er ist nicht so schnell gewachsen wie die anderen. Aber was Sie eben sehen, sind verschiedene Branchen, die in der deutschen Industrie sehr, sehr wichtig sind. Und in der deutschen Industrie haben wir im Moment immer noch das sehr, wir sind ein Industrieland, also historisch sind wir ein Industrieland. Wir haben sehr viel gute Ingenieure, Ingenieurinnen. Anscheinend, wir leben viel Technik und das soll ja auch so bleiben. Und was ist der Vorteil? Ich frage Sie mal, jetzt sitzen Sie hier. Was ist der Vorteil, wenn ich Ihnen sowas zeige? Wenn Sie jetzt das sehen, was ist daran ein Vorteil? Wer traut sich, was zu sagen? Sehen Sie irgendwelche Zahlen und irgendwelche Metallerzeugung, Ernährung, was auch immer? Was ist daran gut? Ich versuche mal kurz, während Sie überlegen, hier einmal im Chat was zu antworten. Okay, hat geklappt. Hat irgendjemand eine Idee? Was ist denn die stärkste Branche? Frage ich mal so, ganz einfach. Was ist die stärkste Branche? Ich muss eh wiederholen, man hört sie nicht, ja? Genau, Kraftfahrzeugbau, Automobilindustrie. Deutschland steht seit Jahren, Jahrzehnten für Automobilindustrie und wir sind auch richtig, richtig gut da drin, Verbrennermotoren zu bauen. Ist es aber nur Automobilindustrie? Das, was ja auch immer suggeriert wird, ne? Deutschland ist Autoland und die Automobilindustrie ist so wichtig, das stimmt ja auch alles, also stimmt sowohl für unsere Industrie, für unseren Wohlstand, das ist alles richtig, aber ist es nur die Automobilindustrie? Nee, genau. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir eigentlich ganz breit stehen. Ne? Wir haben verschiedene Themen und man könnte das abfedern, wenn jetzt eins den Bach runtergeht, wäre natürlich nicht gut. Und die sind natürlich auch miteinander verbunden, aber jetzt die Chemie- und Pharmaindustrie ist erstmal was ganz, ganz anderes als Autobauen. Ne? Also Medikamente machen ist was anderes als Autobauen. So, und das ist dann natürlich gut, wenn man auch eine starke Chemieindustrie hat, also wenn man ein diverses industrielles Angebot hat. Was mich tatsächlich gewundert hat, war Ernährung. Das fand ich ganz, ganz, ganz interessant. Was aber wichtig ist und glaube ich auch so typisch dieses Made in Germany ist der Maschinenbau. Und das ist ja auch klassisches Ingenieurwesen, ne? Also Maschinenbauingenieur. Und das ist was, da waren wir immer gut und da sind wir auch gut, wenn es darum geht, Anlagen zu bauen und so weiter. Und das Ganze führt natürlich dazu, das wollen wir so behalten. Wenn wir das nicht behalten, dann kriegen wir hier Probleme mit Geld und Wohlstand. Also das ist erstmal so. Das heißt, also entweder brauchen wir was Neues, was das ersetzt. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen keine Autos mehr bauen, brauchen wir irgendwas anderes, was diese Wertschöpfung da macht, diese Jobs gibt und diese ganzen Sachen. Oder wir sagen halt, nee, wir wollen das halten. Und da tun wir uns im Moment nicht so leicht. Und ich möchte Ihnen das mal so an ein, zwei Beispielen zeigen. Da ist hier zum Beispiel eine deutsche Automobilindustrie. Weiß jemand, wer das auf dem Foto ist? Ja, genau, das ist Carl Benz, deswegen hatte ich mich vorhin auch so gefreut über Carl Benz. Carl Benz hat das erste Auto patentiert, Autowagen 1 oder so heißt das, ist durch die erste Fahrt nach Mannheim gefahren oder irgendwie so, ich weiß nicht genau. Und die Automobilindustrie, die suchen natürlich händeringend Ingenieure, Ingenieurinnen und wer jetzt irgendwie ein Faible für Autos hat, Autos interessant findet oder Lust hat, was mit Autos zu machen, ist mit einem Ingenieurstudium sicherlich nicht schlecht aufgehoben. Jetzt die Frage, was kann man damit machen?
Naja, Sie können erstmal irgendwie mit Autos bauen. Und eine Sache, die wir natürlich gerne haben wollen, ist die Verteidigung der Marktführerschaft. Also Deutschland ist ja Marktführer beim Bauen und Verkaufen von Autos. Bei allen Autos? Nee, wo nicht? Bei allen Autos? Weiß das jemand? Raten Sie mal, bei welchen Autos sind wir Marktführer, bei welchen nicht? Ja? Genau, Elektro geht so, das ist schon sehr nett ausgedrückt. Also, bei Verbrenner haben wir kein Problem. Wir sind immer gut da drin gewesen, auch wenn man die Skandale zur Seite nimmt, eigentlich gute Verbrennermotor zu bauen. Und man darf nicht vergessen, das ist ein Geschäftsmodell, okay? Das heißt, Firmen, die Verbrennermotor bauen, bauen Verbrennermotor. Die bauen erstmal keinen Elektromotor. Das ist was anderes. Und die Transformation einer Firma, also man kann nicht sagen, das sind Autos, da sollen die da einen anderen Motor einbauen. Sondern das Geschäftsmodell von VW, Audi und so weiter war es, Autos mit Verbrennermotor zu bauen. Und jetzt ein Auto mit Elektromotor zu bauen, ist nicht so leicht. Die Anforderungen sind ganz andere und die Anforderungen, auch kulturelle Anforderungen an Autos, super interessant. Also in China wollen die Leute zum Beispiel in den Elektroautos Karaoke-Anlagen haben. Okay, und das müssen wir auch erstmal, ja, müssen erstmal drauf kommen. Und das heißt, diese Verteidigung der Marktführerschaft heißt eben, dass wir sagen müssen, okay, den Verbrenner, den wollen wir jetzt nicht mehr, das haben wir so entschieden. Das heißt, wir müssen irgendwie in die E-Mobilität rein. Und das ist eigentlich eine coole Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die macht auch Spaß. Aber die muss auch irgendwer tun. Und da hat man dann nicht mehr einfach so Marktführerschaft. Also da gibt es dann auf einmal andere, die auf einmal besser sind als wir. Und da muss man auch erstmal mit klarkommen und da auch erst wieder gegen ankommen. Also das wäre so ganz typische Sachen in der Automobilindustrie, ne, der Umstieg aufs Elektroauto, was auch ganz, ganz interessant ist, ist, wenn man zum Beispiel denkt, naja, also Elektro finde ich auch nicht so toll, aber es gibt ja noch andere Antriebe. Können wir gucken, Ammoniak wäre auch interessant, das jetzt riecht nicht so gut, aber die Russen haben in den 70ern schon Raketen mit Ammoniak hochgeschossen. Ammoniak ist ein Verbrennermotor, das heißt, wenn wir Verbrenner verbieten, kann die auch nicht mit Ammoniak machen. Ist aber auch die Frage, ob wir das überhaupt wollen. Wasserstoff wäre auch wieder ein alternativer Antrieb oder gibt ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn man irgendwie Lust hat, denkt, naja, Automobilindustrie finde ich irgendwie ganz interessant, Auto finde ich ganz interessant, aber E finde ich nicht so gut. Also auch in die Richtung können wir eigentlich Ihnen sehr, sehr schönes Wissen vermitteln. Dann Transformation der Automobilindustrie. Und mit Transformation meine ich jetzt nicht von Verbrenner auf E. Sondern eigentlich haben wir ja das Problem, dass wir zu viele Autos haben. Sie können auch mal gucken, wenn Sie im Internet gucken, finden Sie so einen Autocounter. Ich habe die Adresse jetzt nicht. Da sehen Sie, wie viele Autos es gibt. Müssen wir irgendwie suchen, Autozähler oder so, ist eine deutsche Website. Und die zählt, wie viele Autos es auf der Welt gibt und wie viele Autos jede Sekunde dazukommen. Das ist so ein Counter. Und wenn Sie es 24 Stunden laufen lassen, dann werden Sie ganz schön die Augen aufmachen, wie viele Autos immer, immer mehr dazukommen. Und bei der E-Mobilität verändern wir ja nicht das Konzept. Das Konzept bleibt gleich. Also jeder von uns hat zwei Autos, zwei Garagen und dann fährt man damit irgendwie die Kinder zur Schule und fährt zur Arbeit und diese ganzen Sachen. Macht es halt nur mit dem E-Auto. Die Frage ist aber, wollen wir das eigentlich so? Und das heißt, die Automobilindustrie könnte eigentlich auch ganz, ganz andere Sachen anbieten und da brauchen wir komplett neue Technologien. Und, also das wäre übrigens wieder so, ne, das Problem würden Sie wieder technisch lösen. Das heißt, Sie würden jetzt sich nicht ein soziales Modell dazu überlegen, sondern Sie würden überlegen, okay, wie können wir eigentlich mit weniger Autos? Ne, wie können die Firmen mit weniger Autos überleben? Weil die Firmen müssen überleben. Ohne Firmen gibt es keinen Arbeitsplatz. Das heißt, VW muss irgendwie anders Geld verdienen, als Autos zu verkaufen. Das heißt, dann müsste man überlegen, ob die diese Apps herstellen oder was auch immer, eine App herstellen. Das ist wieder nicht, na gut, so schwer ist es auch nicht, aber muss auch gut sein. Und das heißt, auch da könnte man eigentlich ganz, ganz tolle Sachen machen. Okay, das wäre so ein Beispiel. Ein ganz anderes Beispiel ist das hier. Mikroplastik. Okay. Mikroplastik hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit den Sachen zu tun, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das hat auch gar nicht so viel mit der deutschen Industrie zu tun. Aber bei Mikroplastik ist es so, dass wir das jetzt nun mal haben. Und früher, das weiß ich, das ist gar nicht so früher, gab es noch diese Duschgels, da gab es extra so Mikroplastik, weil das sollte so ein
So ein Peeling, genau, so ein Peeling-Effekt haben. Das wurde ganz, ganz toll bewertet. Das wurde auch relativ schnell wieder vom Markt genommen, weil das war eine absolute Katastrophe, was wir da eigentlich ins Abwasser getan haben. Da haben wir nämlich genau das bewusst ins Abwasser getan. Dann hat man irgendwann gemerkt, oh, ist nicht so gut. Und nur mal so als Zahl, also wenn Sie in einem Entwicklungsland sind, nehmen Sie pro Woche eine Kreditkarte Mikroplastik zu sich. Pro Woche. Dann können Sie eine Kreditkarte essen. In Deutschland oder ähnlichen entwickelten Ländern sind es 12 Wochen. Das heißt, hier können Sie alle 12 Wochen eine Kreditkarte essen und das ist das, was an Mikroplastik gerade in Ihren Körper jetzt reingeht. Und das ist nicht gut. Und das würden wir im Ingenieurwesen wieder technisch lösen, das Problem. Das heißt, wir würden uns mal überlegen, naja, wie kann man das Ganze denn filtrieren? Na, also wir würden jetzt mal überlegen, wie kann man Filter entwickeln, das Mikroplastik ist da, es muss irgendwie raus. Also wie kann ich jetzt einen Filter bauen, der das Mikroplastik da rausholt? Dann wäre natürlich die Frage, wie kann ich überhaupt verhindern, dass das Mikroplastik ins Abwasser kommt? Also verhindern heißt, dass ich es ja hinter der Dusche zum Beispiel abfangen könnte oder dafür sorge, dass es gar nicht erst ins Wasser reinkommt. Also beides würde ja gehen. Dann ist die Entwicklung von Bioplastik super interessant, weil, also Bioplastik ist jetzt hier gemeint, ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht hundertprozentig klar. Also mit Bioplastik ist eher gemeint ein Plastik, was biologisch abbaubar ist. Ja, also wo Sie dann eben nicht das Problem, also das Problem zum Beispiel bei Fischernetzen haben Sie das Problem, wenn das sich da so langsam im Meer vor sich hin wabert, dann kriegen Sie immer diese kleinen Teilchen und das zersetzt sich einfach. Und dann sehe ich, dass der Letzte gehört da gar nicht hin. Ich muss überlegen, was der Letzte damit zu tun hat. Okay, da soll jetzt. Also Mikroplastik hat, glaube ich, nicht so viel mit der Automobilindustrie zu tun. Aber verzeihen Sie es mir, dass ich manchmal die Übersicht über alle Folien verloren habe. Da ein, zwei Sachen. Abrieb. Oh ja, stimmt. Ja, das, oh, sehr gut. Stimmt. Mikroplastik ist tatsächlich. Okay, also dann steht das da doch zurecht. Transformation der Automobilindustrie. Weil, gibt es übrigens ein tolles Forschungsprojekt hier an der FH Münster, mache ich jetzt mal Werbung für, da versucht man Bremsscheiben zu entwickeln, die keinen Abrieb haben, weil es da glaube ich eher um die Scheibe geht. Aber Abrieb ist tatsächlich ein Riesenproblem, was also Reifenabrieb. Okay, dann haben wir den Bogen. Also genauso war das geplant, deswegen sollte da Transformation der Automobilindustrie. Dann, das habe ich jetzt vor einem Monat gesehen, EU erlaubt Milliarden Beihilfe für ThyssenKrupp. Weiß jemand, was das ist? Ja? Genau, Stahlverarbeitung. ThyssenKrupp macht Stahlverarbeitung. Und worum geht's hier? Warum gibt die EU Milliardenbeihilfe für Stahl? Ja? Also hier geht's, da weiß ich nichts zu. Es kann sein, aber es geht tatsächlich um Stahl hier. Also es kann sein, dass die auch was mit Brennstoffzellen machen. Das weiß ich nicht. Hier geht's aber in dem Beispiel konkret tatsächlich um Stahl. Ja? Ah, genau, grüner Stahl. Was ist denn grüner Stahl? Ja? Genau. Also, beim grünen Stahl, und das ist das, was die EU hier mitfinanzieren will und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, also für den Bau einer Anlage zum grünen Stahlproduktion soll ThyssenKrupp bis zu 2 Milliarden Euro erhalten. Nun hat auch die EU-Kommission Hilfen genehmigt. Mit dem Projekt können fast 60 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Der Witz ist, dass sie, weiß jemand, was man da nimmt, statt, also wo die Ersparnis herkommt, ja? Genau, Wasserstoff. Also man versucht irgendwie mit Wasserstoff und da wird in Deutschland tatsächlich sehr, sehr viel gerade gemacht. Also wir versuchen ja im Wasserstoff gerade sehr voranzukommen und wir haben noch keine wirkliche Wasserstoffinfrastruktur, aber wir versuchen eine zu bekommen. Eine Wasserstoffinfrastruktur wäre sehr cool, hat aber ein kleines Problem. Es kommt auch später in der Mechanik, reden wir auch nochmal über das Problem mit Wasserstoff. Was ist das Problem bei Wasserstoff? Kommt sogar in der Wärmelehre auch noch. Also Wasserstoff macht oft Probleme. Warum? Weiß das jemand? Lernen Sie, glaube ich, 9. Klasse Chemieunterricht. Ja? Ja, das ist explosiv. Genau, Knallgasreaktionen, ne? Genau, ist sehr, sehr explosiv. Also das Gemisch mit Sauerstoff und das zur Hand haben und dann ist auch die Frage, ne, wenn man dann
Heizung hat mit Wasserstoff, Autos mit Wasserstoff und so weiter. Die Technologie ordentlich zu handeln, ist nicht so ohne. Und auch das ist wieder ein technisches Problem, was wir irgendwie lösen müssen. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und es gibt übrigens noch, das habe ich jetzt hier nicht mit aufgenommen, das ist von meinem alten Arbeitgeber, die wollen im Prinzip dasselbe machen. Die sind ein Glashersteller und die haben jetzt auch quasi vom Land NRW ganz viel Unterstützung gekriegt, weil Glas ist genauso dreckig wie Stahl. Ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber Glas ist auch sehr, sehr energieintensiv. Und die wollen grünes Glas herstellen. Also die wollen dann auf Wasserstoffbasis irgendwie grünes Glas herstellen. Das heißt, wir versuchen hier gerade die Industrie irgendwie so umzubauen, dass wir Stahl nicht hier machen und Glas nicht hier machen und Autos nicht hier machen, weil wir brauchen das hier. Aber dass wir die Sachen eben so machen, dass sie grün sind. Und das ist eigentlich, also mir geht das so, ich finde das eigentlich eine richtig coole Aufgabe. Also alle, die jünger sind als ich, auch ein paar, die älter sind als ich, haben jetzt eigentlich die Aufgabe, die gesamte Industrie, die wir haben, so umzubauen, dass sie irgendwie grün wird. Und ich finde das immer schade, dass es darüber so große Diskussionen gibt, weil aus Ingenieurssicht ist das eine richtig coole Aufgabe und eine Aufgabe, die auch sehr sinnig ist. Ja, also das ist, da hat man nicht das Gefühl, ich arbeite hier für was weiß ich, sondern man arbeitet für etwas, was unserem Planeten sehr, sehr gut tun wird. Und wo man wirklich eine Sinnhaftigkeit drin sieht. Und das ist in meinen Augen ganz gut, wenn wir das hier machen und nicht in 20 Jahren einfach woanders einkaufen. Ne? Weil wir immer gut damit gefahren sind, Technologieführerschaft in gewissen Bereichen zu haben. Und ich verstehe es nicht, warum man das jetzt in diesen Bereichen nicht haben will. Weil wir hätten eigentlich die Fähigkeiten, die Leute dazu. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und ich werde jetzt hier nicht drauf vorlesen, aber ich habe ganz viele Sachen hier, die brauche ich nachher auch noch. Aber bei einem, also wäre man auch wieder beim Ingenieur, er war jetzt kein Ingenieur, aber ich habe hier ein Buch von Jules Verne. Hat jemand schon mal Jules Verne gelesen? Lesen Sie Jules Verne. Und das Buch, was ich habe, ist Von der Erde zum Mond. Was macht er da? Kennt jemand die Geschichte? Ja? Genau, er will sich mit einer Kanone zum Mond schießen und das ist eigentlich, also das Coole an Jules Verne ist, der hat ja Science Fiction erfunden und das heißt, wenn Sie Jules Verne lesen, hier sind auch viele Berechnungen drin. Das heißt, hier wird wirklich gerechnet, wie kann man ein Projektil zum Mond schießen. Weiß jemand, welche Nation das Projektil zum Mond schießt? In dem Jules Verne-Buch. Raten Sie mal. Ja? Nee, ein Franzose spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle tatsächlich. Aber im Jules Verne-Buch sind es die Amerikaner. Und er argumentiert richtig cool. Er sagt nämlich, die Amerikaner sind das einzige Volk, also so schreibt er das, die man für so ein großes Projekt begeistern kann. Also wo einer sagt, das machen wir. Und dann sagen alle, jo, das machen wir. Und das finde ich sehr witzig, weil genau das ist ja eingetreten. We're going to the moon, not because it's easy, because it's hard. Und alle fanden das gut. Und er hat das schon gesagt. Er hat gesagt, die Amerikaner sind die einzigen, wenn man das so rausposaunt und sagt, wir wollen das jetzt machen, wo alle sagen, jo, das machen wir. Und das sollte uns sehr zu denken geben, weil im Prinzip brauchen wir sowas wie ein Mondprojekt oder Manhattan-Projekt, dasselbe. Ne? Also wenn man sich jetzt den Film, kann ich jedem nur empfehlen, den Film Oppenheimer zu gucken. Und da ist es ja auch so, die sind extrem hohes Risiko eingegangen. Produktplatzierung? Achso, das ist mit Barbie. Ich überlege, ob ich Barbie noch empfehle oder nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich überlege es mal, ob ich Barbie noch. Aber Oppenheimer empfehle ich. Also auch da ist es so ein Riesenprojekt, was die gemacht haben. Mit riesigem Risiko. Und die hatten alle gesagt, wir machen das. Okay? Und es ist auch interessant, also mal zu sehen, die ganzen Leute, die da auftauchen. Und auch interessant, wie viele deutsche Wissenschaftler übrigens dabei waren, die dann alle natürlich rübergegangen sind, weil sie hier nicht sein wollten. Also das ist auch, finde ich, sehr, sehr spannend. Aber das heißt, diese Projekte in dieser Größenordnung sind da. Die sind auch heute da. Und es gibt Gesellschaften, die sagen, ja, wir machen das. Und es gibt Gesellschaften, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen lieber uns über Kleinigkeiten streiten. Und bisher hat sich das noch nicht entschieden, welche, aber es wird sowieso, irgendwer wird das alles machen. Also da, das wird eh passieren. Also wir werden sowieso grünen Stahl kriegen, wir werden auch E-Mobilität kriegen.
Wir werden auch unabhängig, also es wird auch Länder geben, die einfach unabhängig ihre Energie erzeugen wollen. Und dann ist eben die Frage, ob man es wie hier macht, dass man sagt, wir haben Bock darauf, wir machen es und wir haben auch alle Bock da mitzumachen, ne, wie mit dem Mond und Jules Verne, was die Amerikaner damals sehr, sehr gut gemacht haben. Übrigens, fällt mir gerade ein, weiß jemand, wer die Amerikaner zum Mond gebracht hat? Fällt mir gerade so nebenbei ein. Eine ganz wichtige Person, wären wir wieder beim Ingenieur, eine ganz, ganz wichtige Person, kennen Sie alle, war sogar auf dem Time Magazine. Sehr, sehr schwierig gesellschaftlich, weil er, glaube ich, unpolitisch war. Ihm aber alles andere relativ egal war, wenn ich es richtig weiß. Hat auch die V2-Raketen gebaut, war derselbe. Weiß jemand, wer das war? Werner von Braun. Also Werner von Braun wurde damals aus Deutschland, ich weiß nicht, ob er rausgeschmuggelt wurde, aber das Ingenieurs, also, ne, das, die haben, also Werner von Braun hat das Mondprogramm geleitet. Kann man auch mal gucken, ich glaube von 1900, ich weiß nicht wann das war, Time Magazine steht da so vorne drauf, groß Werner von Braun, der Mann, der die Amerikaner zum Mond gebracht hat. Also Wissen wäre überall da gewesen. Gut. Letzter Punkt hier, genau, ist Industrie 4.0. Und das finde ich ganz interessant, weil, das war mir gar nicht so bewusst, also wir hatten jetzt Mikroplastik, Auto und Stahl und Glas und nur so ein paar Beispiele. Und es gibt ja natürlich die Digitalisierung, also Industrie 4.0. Und egal, was Sie studieren, überall wird dieses auftauchen. Auch wenn Sie Soziologie studieren, werden Sie sich wahrscheinlich über Industrie 4.0 irgendwie, taucht das da auf im Studium. Und Deutschland ist eigentlich recht gut. Und das ist eigentlich interessant, weil Deutschland wird immer gesagt, wir sind ganz schlecht da drin. Ne? Und wir sind jetzt auch nicht die Besten da drin, gute Software zu entwickeln. Ich glaube, SAP macht das ganz gut, aber sonst kommen ja die ganzen großen Softwarehersteller eher aus China und den USA. Aber bei der Robotisierung sind wir relativ gut. Das müssen Sie mal nachgucken. Und auch bei Einsatz von Industrie 4.0. Und das sehen Sie hier, wie die verschiedenen Branchen das nutzen und auch ihre Produktivität speichern. Und was mich natürlich sehr freut, ist, dass Chemie und Maschinenbau und Elektrotechnik, also elektrisches Ausrüsten, das Auto abhängen. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Das ist, glaube ich, auch für die Verteilung der Industrie ganz, ganz gut. Aber das heißt, wir sind da gar nicht so schlecht drin. Ne? Und gut, gibt ein Land, das ist besser. Hat jemand eine Idee? Wer könnte so bei Digitalisierung 4.0, Robotik, wer könnte da so ganz, ganz gut sein? Ja? Japan, genau. Also Japan, Korea, können Sie mal gucken, die sind da sehr, sehr gut. China holt sehr, sehr viel auf. Aber Deutschland ist tatsächlich auch recht gut, also da hängen wir gar nicht so hinterher, also auch da werden wir wieder schlechter oder machen wir uns schlechter, als wir sind. Und das ist ein Gebiet, da können Sie sich als Ingenieur, Ingenieurin super drin austoben. Ich würde jetzt gerne das Thema nochmal wechseln. Und zwar würde ich jetzt zu einer Sache gehen, die hat mit unserer Ausbildung zu tun. Also wie wir Sie eigentlich ausbilden und wie wir Sie ausbilden müssten, damit Sie gute Ingenieure, Ingenieurinnen sind. Und eigentlich konterkariert meine Meinung komplett das, was ich heute mit Ihnen mache. Weil heute kriegen Sie nur Frontalunterricht von mir und Stundenplan. Und die Vorlesung heißt ja, in 24 Stunden zum Ingenieur, zur Ingenieurin zu werden. Und es gibt tatsächlich Leute, die machen sowas, nicht in 24 Stunden. Aber es gibt zum Beispiel hier einen Herr, und das ist jetzt auch gar nicht so lange her, 2021. Der hat halt gedacht, okay, also das schreibt er, glaube ich, auch. Hier irgendwo wird, glaube ich, gesagt. Er muss eigentlich nicht in die Veranstaltung gehen, sondern das, was er eigentlich, also es wird ja eh nur alles in Prüfungen abgefragt. Ne? Also ein Studium besteht im Prinzip aus Prüfungen und Sie müssen diese Prüfungen bestehen. Und dann kriegen Sie ein Zertifikat und wenn Sie dieses Zertifikat haben, sind Sie halt Ingenieur, Ingenieurin und wenn Sie es nicht haben, sind Sie nicht Ingenieur, Ingenieur. Und das hat er relativ schnell durchschaut und hat gesagt, ja gut, also ich glaube, er hat seinen Master da gemacht und dann hat er einfach gesagt, ja, dann mache ich einfach alle Prüfungen. Zack, 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 zack. Und dann hat er sich relativ effektiv angeguckt, wie kriegt er das hin und das lernen Studenten auch relativ schnell über die Jahre. Ne? Also was muss man lernen für eine gute
Klausur, das wissen Sie im ersten Semester nicht, im dritten, vierten, fünften Semester wissen Sie es, spätestens im Master wissen Sie es. Das heißt, Ihr Lernen wird viel, viel effektiver. Aber die Frage ist, ist das gut für Sie? Also ist es gut, und wir merken, also sowohl für Sie, aber wir merken auch, dass es dazu führt, dass Sie auch sehr klausurfixiert werden. Also es führt halt dazu, wenn die Klausur mal nicht so gut war, wird man schnell unzufrieden. Und eigentlich ist es nicht so richtig wichtig, was man hier macht, sondern eigentlich ist nur relevant, was kommt eigentlich in der Klausur vor. Wenn klar ist, was in der Klausur vorkommt, ist die Vorlesung gut. Wenn klar, nicht klar ist, ist die Vorlesung schlecht, egal was Sie für Inhalte machen. Und das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen, um diese Probleme zu lösen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Sondern da brauchen wir eigentlich so rumgebastelt und alles. Okay? Und das heißt, wir müssten eigentlich weg von diesen Pflicht hier, Credit Point da, dies hier, das da. Also eigentlich genau diesen Stundenplan, den ich hier habe, genauso sollten wir sie eigentlich nicht ausbilden. Heute ist eine andere Situation. Und es gibt ein Beispiel, das nehme ich immer sehr, sehr gerne, weil das das Ganze so schön zeigt. Und das ist Blinkist. Kennt jemand die App Blinkist? Ja? Benutzt jemand die App Blinkist? Okay. Was macht die App Blinkist? Steht das da? Ja, steht da. Okay, also die App Blinkist meint, Sie haben ein Sachbuch. Können wir jetzt gucken, ob Jules Verne ein Sachbuch ist? Weiß nicht, müssen wir mal schauen. Da sind andere Sachbücher. Also Sie haben ein Sachbuch. Und dieses Sachbuch wird in 15 Minuten zusammengefasst. Das heißt, Sie brauchen das gar nicht lesen, es kostet viel zu viel Zeit, sondern Sie hören 15 Minuten Blinkist und Sie wissen alles, was hier drin steht. Ich kann jetzt auch in 10 Minuten erzählen. Und dann haben die auch immer sehr, sehr schöne Werbung, süchtig nach Wissen. Trend-App laut Apple, einer der besten der Welt, ne? Also sehr schöne Werbung. Und das ist auch aus der Werbung. Bill Gates reads 50 books a year. Find out why. Und dann sagt er, the world's most successful CEO say reading is the key to their success. If that's true, you can really afford not to read more. The Blinkist app makes it easy. Also es wird gesagt, Bill Gates ist so erfolgreich, wie er ist, weil er im Jahr 50 Bücher liest. Und wenn Sie jetzt auch 50 Bücher im Jahr lesen, werden Sie auch so erfolgreich wie Bill Gates. Und wenn Sie das jetzt sogar noch runter reduzieren, weil Sie für jedes Buch weniger Zeit brauchen, werden Sie gegebenenfalls sogar noch erfolgreicher als Bill Gates. Okay, weil Sie haben ja mehr Bücher gelesen. So, Elon Musk taucht hier auch aus, ne? Has said that he learned how to build rockets by reading books. Ja, also der hat sich das selber beigebracht, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber scheint ein Zitat zu sein. Also hat gesagt, okay, ich habe das jetzt irgendwie aus Büchern gelernt, das Wissen ist da. Sowieso sehr erstaunlich, was für Wissen alles da ist. Also sehr, sehr, sehr viel Wissen ist schon da. Eigentlich müssen Sie nur ein bisschen suchen. Wer gerne sucht, wer sucht, der findet. Oder Warren Buffett became America's most successful investor because he used his voracious reading habit to learn everything there was to know about the industry. Also ist klar, lesen Sie. Und wenn Sie das lesen, dann werden Sie wie diese Leute. Was ist das Problem? Ja? Genau, lesen ist was anderes als vorlesen. Warum? Warum ist lesen was anderes als vorlesen? Lesen ist aktiv, vorlesen lassen ist passiv. Sehr gut. Sehr, sehr gut, genau. Also beim Lesen müssen Sie sehr, sehr, also ich höre zum Beispiel auch gerne Hörbücher, aber die Hälfte kann ich Ihnen hinterher nicht erzählen. Weil ich es gar nicht so aufnehme. Wenn ich lese, gut, dann schweife ich auch manchmal ab, aber an sich kriege ich da wesentlich mehr mit. Ich muss mich auch viel mehr darauf konzentrieren. Was noch? Ja? Genau, andere Hirnareale sind aktiv, es gibt andere Verknüpfungen. Da kann ich Ihnen im Detail jetzt nicht sagen, dass das so stimmt, aber ich bin auch der Meinung, was aber definitiv so ist, ist, dass wenn ich dieses Buch, sagen wir, ich lese jetzt dieses Buch hier, und ich bin in einer bestimmten emotionalen Situation.
Und in dieser emotionalen Situation nehme ich bestimmte Inhalte anders wahr. Das heißt, es entstehen bestimmte Verknüpfungen und so weiter. Und dann bin ich aber noch nicht fertig, sondern ich lese vielleicht morgen, bin ich ein bisschen müder. Ne? Und dann lese ich wieder. Und dann lese ich in einer ganz, ganz anderen Situation. Und ich habe das ganz oft, das kennen Sie vielleicht auch, dass bestimmte Gerüche oder Situationen oder was auch immer Sie an bestimmte Bücher, Filme, Musik oder was auch immer erinnert. Okay? Und diese ganzen Verknüpfungen, die finden alle nicht statt. Das heißt, wenn Sie das so runterbrechen, ne, also das hier ist normales Buch, also unten ist die Zeit, auf der Y-Achse ist noch nichts. Und das wäre die Zeit für ein normales Buch, also ist jetzt nicht ist schematisch. Und das andere wäre das Prinzip Blinkist. Und Blinkist wirbt ja damit, dass Sie da, wo Sie das normale Buch lesen, dass Sie da die ganze Zeit irgendwie mehr lesen können. Und wenn man ernst ist, in den meisten Sachbüchern steht auch gar nicht so viel Neues drin. Ja, also bei den meisten Sachbüchern ist irgendwie so, dass man denkt, ja, macht Sinn oder habe ich auch schon mal drüber. Das Wichtige ist, wie es da geschrieben wird, wie Sie es aufnehmen, wie Sie sich damit auseinandersetzen und immer wieder diese Zeit. Und das heißt, die Zeit ist unglaublich wichtig und Sie verlieren das alles bei diesem Prinzip Blinkist. Das heißt, auch heute, wenn man das so auf die Spitze treiben würde, das Bachelorstudium, und wir prügeln das so in Sie rein, keine Chance. Und das heißt, natürlich kann man diese App benutzen. Die App ist ja nicht schlecht. Natürlich kann man die App benutzen. Die App hat auch gewisse Vorteile. Aber die Vorteile, die hier dargestellt sind, die sind nicht richtig. Okay? Also um das Lesen von Büchern werden Sie nicht rumkommen, wenn Sie adäquat Wissen aufnehmen müssen. Es ist natürlich eine effektive Methode, zum Beispiel, wenn man wissen möchte, möchte ich ein Buch überhaupt lesen? Ne? Dann kann man mal so reinhören und schaut mal. Oder wenn es so Themen sind, ich will einfach mal kurz hören. Aber das ist auch das Wissen, was Sie dann haben. Ne? Also dann können Sie nicht sagen, ja, ich weiß, sondern dann haben Sie, ich habe mal kurz rein, ich habe eine Werbung gesehen zu. Ich habe mal kurz reingehört. So, okay. Das sind sehr, sehr große Unterschiede. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir das ordentlich getrennt kriegen. Und hier gibt es ein sehr schönes Zitat. Lernen ist Erfahrung, alles andere sind einfach nur Informationen. Okay? Also Information liefert Blinkist sehr, sehr effizient. Aber es liefert nur Information. Und Lernen und das, was wir mit Ihnen machen müssen, ist eigentlich Erfahrung sammeln. Und das ist zum Beispiel das, was ich hier heute hoffe, dass es irgendwie eine Erfahrung ist, die man mitmacht. Und dadurch bleibt etwas hängen oder bleibt etwas Positives am Studium hängen oder wie auch immer. Also es geht immer darum, möglichst kreativ zu werden, dass Sie Erfahrung machen können. Deswegen ist Auslandserfahrung so wichtig oder Praktikum so wichtig. In der Firma, diese ganzen, das sind immer Erfahrungen. Okay? Und dann hätte ich jetzt noch so ein paar Punkte, die ich eigentlich gerne im Studium verändern wollen würde. Und das gefällt mir zum Beispiel nicht so gut. Und das ist jetzt so, das hat gar nicht so viel mit Ingenieurswesen zu tun, obwohl ich eigentlich da den Link zum Ingenieurwesen sehr, sehr wichtig finde. Und das ist, dass wir im Moment zu viel, meiner Meinung nach, Kapitalisten unserer selbst ausbilden. Okay? Also wir leben, Ryanair ist so ein ganz, ganz tolles Beispiel. Die Idioten sind die, die spät buchen. Das sind die, die viel bezahlen. Wer früh bucht, der bezahlt wenig. Der ist der clevere Typ. In der Bahn ist es ähnlich. Ne? Früh buchen ist immer gut. Kann man natürlich, zum gewissen Teil hat das natürlich Vorteile. Aber letztendlich geht es immer darum, dass wir sie irgendwie versuchen, dahin zu kriegen, dass sie immer für ihre eigenen Vorteile. Das ist nicht gut. Eigentlich müssten wir sie auch in der Lehre dazu hinkriegen, dass sie nicht nur für ihre Vorteile, nicht nur für ihre Noten, Gruppennoten, viel Diskussion mit Gruppennoten, ist immer ein ganz, ganz, manche mögen das überhaupt nicht mit den Gruppennoten, aber eigentlich wäre es immer viel, viel besser, wenn man mal sagt, okay, es geht nicht nur darum, dass du als einzelne Person nur für deinen individuellen Vorteil, sondern es geht eher, ne, ums große Ganze. Das wäre eigentlich was, was wir in der Bildung auch viel, viel stärker im Ingenieurwesen, aber auch überall anders. Und das heißt, die Gesellschaft ist nicht der Feind und Arbeit für die Gesellschaft sollte im Bildungsangebot integriert werden. Das finde ich ganz, ganz toll. Wenn wir im Studium irgendwie Arbeit für die Gesellschaft kriegen, sie Creditpunkte für oder so, finde ich eine ganz, ganz klasse Sache. Aber auch zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wie bei den Studierenden ist, aber bei uns war das relativ leicht. Also es gab drei Möglichkeiten. Man macht Forschung, man geht in die Industrie und theoretisch könnte man auch im öffentlichen Dienst arbeiten. Aber im öffentlichen Dienst zu arbeiten, war jetzt nicht so angesagt. Man wollte irgendwie in der Industrie arbeiten oder Forschung, die zwar öffentlicher Dienst ist, aber anders genannt wird, damit es nicht öffentlicher Dienst ist.
Okay, und das ist nicht gut, wenn wir die Arbeit für die Gesellschaft so negativ irgendwie sehen, sondern die Arbeit im öffentlichen Dienst ist unglaublich wichtig. Und auch für Ingenieure, Ingenieurinnen gibt es da ganz viele tolle, tolle Sachen. Ne? Also wenn Sie mal gucken, was da alles gemacht werden muss. Und das heißt, eigentlich sollten wir auch, wenn wir ein Studium designen, wenn wir sie zu Ingenieuren, Ingenieuren ausbilden, viel weniger auf Selbstoptimierung abzielen. Ne? Also es passiert jetzt sowohl außerhalb des Studiums als auch innerhalb des Studiums, werden sie sehr gut in Selbstoptimierung. Und das ist eigentlich, das ist natürlich als Vorteile, aber es sollte eigentlich nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel sollte es immer sein, dass sie sagen, ja, aber für die anderen mache ich auch gern was mit. Gut. Genau. Achso, den habe ich noch vergessen. Selbstoptimierung, Noten, Abschlussdruck, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Also es gab ja auch immer mal die, es gab sogar mal, ich überlege, in Bremen, wo ich studiert habe, gab es mal so eine Idee, da hatten die, glaube ich, alle gar keine Noten gekriegt und einfach ihren Abschluss so am Ende gekriegt, was von der Idee sehr gut gedacht war. Da konnten sie einfach belegen, was sie wollten und dann hatten sie ihren Abschluss. Hat aber in der Praxis nicht funktioniert. Wurde auch nicht gut angenommen, aber eigentlich von der Idee richtig cool. Ne? Also es geht nicht 3 Creditpunkte da, die Note da, sondern einfach, sie sind 3 Jahre hier, bedienen sie sich, ist ein Supermarkt, nehmen sie, was sie wollen an Bildung und in 3 Jahren können sie gehen. Wenn jemand eine gute Idee hat, wie sowas klappen würde, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Genau, dann eine ganz, ganz wichtige Sache, die mir in der Lehre überhaupt nicht gefällt, ist diese ganze Überbürokratisierung. Also wir arbeiten viel zu wenig mit Vertrauen, wir arbeiten viel zu viel mit Kontrolle und diese gesamte Überbürokratisierung sorgt natürlich oder entsteht durch Angst. Und wir haben jetzt auch schon wieder Diskussionen, da will ich gar nicht so im Detail darauf eingehen, dass man sieht, dass die eher angstgetrieben sind. Also dass man versucht, Regularien einzuführen oder gewisse Sachen einzuführen, weil man einfach Angst hat, dass irgendwas eintreten könnte im Studium, was aber eigentlich jetzt auch gar nicht so wild ist. Ja, also wo man denken würde, ja gut, dann passiert das halt. Wir vertrauen einfach mal, dass das funktioniert. So. Und das merken Sie auch natürlich. Ne? Also wenn die Universitäten und die Hochschulen so schon funktionieren, dann merken Sie als Studierende das auch. Das heißt, wir müssen irgendwie das versuchen, durch Vertrauen Abgrenzung abzubauen. Ne? Also wir müssen irgendwie Sie dazu kriegen, dass wir sagen, okay, Sie wissen das schon, aber, und das ist die Krux, Sie sind dann auch verantwortlich. Und das ist immer der Punkt. Das heißt, wir gehen dann natürlich auch einen Schritt aus dieser Kontrollinstanz, dass Sie dann immer sagen können, naja, er hat es ja abgesegnet, alles gut. Sondern das heißt, wenn wir Vertrauen entgegenbringen, müssen Sie hinterher, und da wollen wir Sie ja eigentlich hinkriegen, Verantwortung übernehmen für das, was Sie tun. Also das typische Ingenieursbeispiel ist dann immer, die Brücke muss halten. Und dann können Sie nicht sagen, ja, der Chef hat aber rübergeguckt und hat gesagt, sondern Sie haben die Berechnung gemacht, Sie stehen gerade für die Berechnung. Ja? Ja, die Überbürokratisierung ist zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie aus verschiedenen Fachbereichen verschiedene Kurse nehmen wollen. Das ist unglaublich schwierig. Also an ganz vielen Hochschulen ist es sehr, sehr schwierig, wenn Sie in einem Fachbereich sind, in einem anderen Fachbereich einfach einen Kurs zu nehmen. Ich habe an der Uni studiert, da war das problemlos nötig. Das heißt, ich konnte mich in dem gesamten Katalog der Uni Bremen bedienen und konnte sagen, ja, ich studiere zwar irgendwie Wirtschaftsingenieur, aber ich habe so und so viel Wahlbereich und da kann ich bei dem Psychologen kann ich alles machen. Bei vielen Hochschulen ist das nicht so. Bei vielen Hochschulen ist gesagt, nee, wir bieten nur das an, was in diesen so Bereichen ist. Und das führt aber auch dazu, dass sie anders studieren. Also als ich damals, als sie mir gesagt haben, du kannst alles nehmen, was hier angeboten ist, habe ich erstmal angefangen zu gucken. Von den Soziologen habe ich mir was angehört, von den Informatikern habe ich mir was angehört. Und das war mega cool. Dann kam irgendeine Professorin aus dem Ausland, dann dachte ich, die will ich mal hören. Dann habe ich mir das angehört, wurde mir anerkannt. Und das ist eben so ein Beispiel für Vertrauen. Wo die Uni einfach gesagt hat, ihr macht das schon, hört euch das an, wir geben euch die Creditpunkte. Du bist trotzdem Ingenieur, auch wenn du was von der Psychologie hörst. Also ich habe jetzt nicht nur Psychologie gehört, das ist so ein bisschen der Punkt. Hat das Ihre Frage beantwortet? Ja? Okay. In den Schulen übrigens ganz großes Problem. Ne? Also in den Schulen ist ja alles komplett ne? Arbeitszettel, machen sie Arbeitszettel nach Arbeitszettel und diese ganzen Sachen. Also auch da wäre Vertrauen wichtig und
Das ist was, wo ich sehr überzeugt von bin. Vertrauen hilft, Verantwortung zu übernehmen. Und Sie werden alle lernen müssen oder sollen, wenn Sie einen akademischen Abschluss haben, Verantwortung zu übernehmen. Also zu sagen, das war ich, im Guten wie im Schlechten. Und das stellen wir im Studium meiner Meinung nach noch nicht perfekt dar. Also im Studium geben wir Ihnen noch zu selten diese Übung, diesen geschützten Raum, wo Sie Verantwortung übernehmen können. Und eigentlich ist das Ingenieurwesen ein richtig, richtig cooles Spielfeld dafür. Ne? Einfach sagen, bauen Sie das und gucken, ob es funktioniert. Und wenn nicht, haben Sie Schuld. Aber eigentlich kann nicht viel passieren. Und das heißt, da kann man das sehr, sehr, sehr gut üben. Und deswegen, also ich habe ja auch ganz kurz nur, aber ich habe in Köln gewohnt und da hat man gesagt, es hätte auch immer Jod gegangen. Und ich glaube, wenn wir diese Attitüde da haben, das würde uns ein bisschen besser im Studium tun. Okay, dann eine Sache, für die hatte ich eigentlich noch eine Studie vorbereitet, die mache ich aber nicht, Zeit hätten wir eigentlich genug, aber das machen wir später vielleicht irgendwann. Und das ist eine Sache, die unglaublich wichtig ist und das ist die Selbstreflexion. Und die Selbstreflexion funktioniert meiner Meinung nach noch nicht so ideal. Das heißt, es wird aber in den Studiengängen auch überhaupt nicht trainiert oder ist gar nicht Teil des Studiums eigentlich so richtig, dass Sie quasi mal selbst reflektieren, ja, war das jetzt eigentlich wirklich schlecht, was ich gemacht habe? War das jetzt wirklich gut, was ich gemacht habe? Sondern es geht viel zu sehr darum, den Fehler woanders zu suchen. Okay? Und wir müssen das eigentlich im Studium auch viel besser kriegen. Dafür müssen, das ist an der FH eigentlich immer ganz cool, weil an der FH haben wir ja kleinere Gruppen, hat man viel mehr Kontakt. Das ist jetzt nicht wie in Aachen, wo sitzen 1000 Leute und dann wird es schwierig mit Selbstreflexion. Aber eigentlich müssen wir uns viel, viel mehr darum kümmern, dass sie auch selbst reflektieren lernen. Also das können jetzt als Ingenieure wen wahrscheinlich gar nicht so gut beibringen, gibt es andere Leute. Aber dass sie mal vor Klausuren, also so ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt Studierende, die sind bei der ersten und letzten Klausur immer gleich. Die sagen, oh Gott, ich schaffe das nicht. Und dann gibt es Studierende, die lernen das. Und die wissen, also das habe ich, ich fand das ganz, ganz erstaunlich. Wir hatten, bei mir war das nicht ganz so, aber wir hatten Leute, die konnten am Ende des Studiums genau sagen, welche Note sie schreiben. Unglaublich selbst. Die haben gesagt, ich habe eine Woche gelernt, bei dem muss man so und so lernen. Ich schreibe eine 1,7, hat eine 1,7 geschrieben. Und plus minus 0,3 hat das immer gestimmt. Okay? Und das heißt, die haben halt sehr gut gelernt, sich selbst zu reflektieren. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel an den Klausuren. Aber das heißt, die haben angefangen und dachten am Anfang natürlich auch so, oh scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich falle bestimmt durch. Und haben sie gesagt, nee, war ja doch ganz gut. Und dann haben sie auch geguckt, warum war es denn gut? Was von dem Lernen hat denn gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert? Und das hat sie über die Jahre sehr selbstbewusst gemacht in diesem Bereich. Okay? Und dann gab es eben Studierende, die hatten das nicht. Sondern die haben sich nie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, getraut, aber die hatten halt nie diesen Prozess durchlaufen und sie hatten auch nie die Hilfestellung dafür. Also man hat gar nicht diese Hilfestellung dafür angeboten, zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, warum hat das gut funktioniert, warum hat das nicht gut funktioniert. Und das ist etwas, was wir unbedingt mit Ihnen machen müssen, weil diese Selbstreflexion ist extrem wichtig für die gesellschaftlichen Diskussionen, die derzeit laufen. Und das Ingenieurwesen und Sie als Ingenieure müssten eigentlich in der Selbstreflexion sehr, sehr gut sein, weil man das an technischen Sachen immer sehr gut machen kann. Also an technischen Berechnungen oder sonst was kann man immer sehr gut gucken, was war jetzt schlecht, was war nicht schlecht. Und das heißt, diese Art als Training für Selbstreflexion zu benutzen, wäre total super, würde sich total anbieten und wäre eben auch wichtig bei den gesellschaftlichen Diskussionen, die es derzeit gibt, um zu sagen, ja gut, ist es jetzt so oder ist irgendwie doch dazwischen. Ne? Gibt es jetzt Klimawandel oder nicht? Oder ist vielleicht doch nicht ganz so einfach? Und, ne? Sollte man, das Argument ist ja auch immer, sollte man, wir in Deutschland sind ja so wenig und ja, aber CO2 pro Kopf und diese ganzen Sachen. Ne? Also da selbst zu reflektieren und auch mal die eigene Haltung zu hinterfragen und das trainieren wir in meinen Augen viel zu wenig und das sollte unbedingt Teil des Ingenieursstudiums werden. Und da bin ich ein absoluter Verfechter von Nutzen der wissenschaftlichen Methodiken. Warum? Hat jemand eine Idee, warum wissenschaftliche Methodiken so toll sind für Selbstreflexion? Das ist jetzt ein bisschen eine gemeine Frage, aber ich brauche eine Trinkpause. Was
macht man denn in der wissenschaftlichen Methodik? Laut Richard Feynman kann man das, aber ja, Sie haben recht. Also man kann sich nicht selber belügen. Warum? Genau, die wissenschaftliche Methodik schließt Ihre Meinung aus. Ja, also das heißt, Sie messen etwas. Also ich habe hier ein Gerät und ich messe etwas. Und egal, ob wir zwei uns jetzt mögen oder nicht mögen, wenn Sie messen, wenn ich Sie nicht mag, werde ich wahrscheinlich denken, oh, hoffentlich messen Sie was anderes. Aber das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, was Sie hier messen, sondern was Sie messen, ist völlig unabhängig. Wenn wir beide das Gerät bedienen können und es gleich bedienen, werden wir beide dasselbe messen. Okay, und die Interpretation, da hat man dann natürlich wieder ein bisschen Spielraum, aber das sauber zu interpretieren, und das ist eigentlich der Witz bei der wissenschaftlichen Methodik. Und es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, also das Objektive, das heißt, es gibt jetzt etwas, was von meiner Meinung losgelöst ist, und es gibt einen zweiten Punkt oder noch zwei andere Punkte, die bei der wissenschaftlichen Methodik ganz wichtig sind in Bezug auf Selbstreflexion. Weiß jemand, was für wissenschaftliche Methodik noch so wichtig ist? Ja? Nachprüfbar, genau. Das heißt, das Ganze muss transparent sein. Das heißt, ich kann mich jetzt hier nicht nebenan verstecken und dann sagen, so, das ist mein Messwert, sondern ich muss genau sagen, wie bin ich denn zu diesem Messwert gekommen? Und das macht dieses Belügen, was Sie gesagt haben, relativ schwer, weil wenn alle anderen es nachmessen können, kann ich mich nicht hinstellen und sagen, das ist doch richtig. Dann ist es halt falsch. Transparenz, und dann wären wir auch, der dritte Punkt war im Prinzip mit drin, Reproduzierbarkeit. Okay, das heißt, wenn wir eigentlich viel an technischen Beispielen wissenschaftlich arbeiten, das heißt transparent, objektiv, reproduzierbar, können wir super Selbstreflexionen üben. Kann man immer gucken, hat das funktioniert, hast du das jetzt falsch gemacht, ist es schlimm, dass du das falsch gemacht hast, meistens ist es nicht so schlimm, oder ist das Gerät kaputt, oder ist die Einweisung falsch. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Methode, um Selbstreflexionen zu stärken, und das ist einer der Punkte, der in meinen Augen unglaublich fehlt in der akademischen Bildung und besonders im Ingenieurwesen, obwohl ich das jetzt nicht vergleichen kann zu den anderen. Und daher hätte ich das sehr, sehr gerne im Curriculum und werde es auch irgendwie versuchen, in den Curriculum aufzunehmen. Und der letzte Punkt ist Learning to Tell a Story. Und das ist etwas, von dem ich auch sehr überzeugt bin. Und das heißt, wir müssen unbedingt, und das ist auch so ein bisschen diese Beispiele, die ich am Anfang da hatte mit Tony Stark und Nikola Tesla, und dann bei GZSZ gibt es das nicht. Das heißt, wir müssen unbedingt lernen, Geschichten zu erzählen. Okay? Also Geschichten auch, wenn es zum Beispiel darum geht, Energiewende, Transformation, grüne Industrie und diese ganzen Sachen, das müssen wir in Geschichten verpacken. Ne? Hier, we're going to the moon because it's not easy, it's hard. Okay? Das heißt, wir müssen auch das Ingenieurwesen eigentlich in Geschichten verpacken, um das für Schülerinnen und Schüler attraktiv zu machen. Damit sie auch wissen, warum kommen sie hier eigentlich her. Eine Geschichte, mit der sie sich identifizieren können. Und das ist etwas, was Sie auch losgelöst vom Ingenieurwesen finden. Also überall, wo Menschen Geschichten erzählen können, erreichen sie auch gut Leute. Und das sowohl im Positiven wie im Negativen. Okay? Und das hat halt immer eine Gefahr. Und das heißt, wir müssen unbedingt lernen, und das lernen Sie im Studium eigentlich gar nicht so, wie kann man gute Geschichten erzählen? Welche Geschichte sollten wir eigentlich erzählen? Welche Geschichte von der deutschen Industrie? Welche Automobilgeschichte möchte ich erzählen? Welche Geschichte von Europa möchte ich erzählen? Okay? So muss man das eigentlich tun und nicht mit Arbeitsblättern und Creditpunkten und Prüfungen, sondern eigentlich müssen wir ihnen Geschichten erzählen, und Geschichten funktionieren immer am besten. Und sie müssen halt wissen, was in der Geschichte ist Erzählung und was ist wahr. Und dann hätten wir das, glaube ich, soweit. Ganz gut. Okay, ich wäre jetzt mit dem ersten Teil soweit fertig. Ich überlege gerade, ob wir ein bisschen früher mit Mathe anfangen. Ich glaube, wir brauchen die Zeit. Ich glaube, wir fangen ein bisschen früher mit Mathe an, weil ich mir noch mal 5 Minuten versuchen, mit der Kamera was zu klären. Und das heißt, wir machen jetzt 5 Minuten Pause und dann geht es direkt mit der Mathe-Vorlesung los. Das heißt, gehen Sie kurz raus, wenn Sie im Stream sind, gehen Sie kurz weg. Und wir gehen so 5 Minuten auf Pause und dann geht es mit Mathe los. Okay,
Ich glaube, wir können weitermachen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich muss ja, also die Batterien halten nicht so lange durch. Das heißt, vor allen Dingen geht das in den Stream. Wenn irgendwann Sie mich nicht hören, sagen Sie mir das bitte Bescheid, okay? Dann kann ich Batterien wechseln, weil ich kriege das nicht immer mit. Und die Kamera trackt leider nicht, aber wir haben das jetzt so gelöst, dass wir zwei Positionen haben. Das sollten Sie nämlich gleich sehen. Also einmal ich Nahaufnahme und dann einmal in weiter weg. Und das ist, wenn ich an der Tafel bin oder irgendwas anderes tue. Wenn Sie Probleme haben, die Tafel zu lesen, sagen Sie bitte auch Bescheid. Das können wir alles noch anpassen. Aber ich möchte, dass die im Stream nicht verpassen, wenn es hier irgendwie an der Tafel oder sowas gibt. Und jetzt würde ich gerne eine Sache, die ich vergessen hatte, die ich eigentlich auch immer sehr, sehr gerne mache, ist, ich würde mal gerne ein bisschen quizzen. Und das heißt, Sie gehen wieder auf Mentimeter und loggen sich da ein. Und ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass wir im Stream sind wir ja verzögert. Das heißt, wahrscheinlich könnt ihr aus dem Stream gar nicht mit, weil ich würde gerne Sie gegen die Leute aus dem Stream antreten lassen. Das geht nicht. Das heißt, die aus dem Stream, wenn sie verzögert sind, können dann einfach ein bisschen mitraten. Und Sie dürfen ein bisschen Ihr Glück versuchen. Und was wir machen ist, ich gebe Ihnen noch eine Minute, ist, super, perfekt, das freut mich zu sehen. Und dann versuche ich fünf Fragen. Und es ist so, es ist immer nur eine Antwort richtig. Ich hoffe, ich habe keine Fehler eingebaut. Sie können nichts gewinnen. Gut, ich hätte jetzt viele Geschenke, aber Sie können nichts gewinnen. Es tut mir leid. Ich gucke mal, was am Ende übrig bleibt. Und der Punkt ist, richtige Antwort ist wichtig für Punkte sammeln, aber je schneller Sie sind, umso mehr Punkte kriegen Sie auch. Okay? Also nur richtig und dann ist jemand anders schneller. Das heißt, der hat mehr Punkte gekriegt als Sie. Und die Fragen, die ich hier mache, sind Fragen, die Sie auf jeden Fall nach 24 Stunden beantworten können sollten. Okay? Also jetzt sehe ich hier ein paar Leute, die das auch jetzt können sollten. Okay? Ich gucke Sie genau an. Und wenn nicht, ist nicht so schlimm. Und alles andere soll Ihnen so ein bisschen Blick geben. Also wir haben hier schon viele Leute bei, das freut mich. Okay, jeder hat gewählt, sehr gut. Also die Reynolds-Zahl ist das Verhältnis von Trägheit zu Zähigkeit. Okay. Weiß jemand die Gleichung der Reynolds-Zahl? Das finde ich gut. Okay, wir brauchen sie später, also ganz später, in 8 Stunden oder so. Das Wichtige ist aber an der Reynolds-Zahl, und das ist auch wieder so eine Sache im Ingenieurswesen, was ist der Trick der Reynolds-Zahl und warum ist die Reynolds-Zahl nicht Strömungsgeschwindigkeit? Sie hat natürlich mit der Strömungsgeschwindigkeit zu tun. Okay? Die Reynolds-Zahl sagt ganz viel über Strömungen aus, aber sie ist nicht Strömungsgeschwindigkeit. Warum? Was ist die Reynolds-Zahl? Welche Dimension? Ja? Genau, sie hat keine Dimension, sie ist dimensionslos. Und diese Dimensionslosigkeit ist etwas, was wir im Ingenieurwesen unglaublich gerne haben. Warum? Weiß das jemand? Warum dieses Dimensionslose? Warum ist die Reynolds-Zahl so toll? Oder alles andere? Genau, wir ändern die Dimensionen nicht. Und das heißt, Sie können, und das machen wir ja immer sehr gerne, also wenn Sie ein Flugzeug bauen, bauen Sie ja nicht sofort das ganze Flugzeug. Sondern Sie bauen erstmal ein kleines Modell, dann wird ein bisschen größer, wird ein bisschen größer, wird ein bisschen größer. Und damit Sie da eben gut rechnen können, wenn Sie sagen, okay, das Kleine funktioniert jetzt, aber ich will jetzt das nicht einfach nur groß bauen, sondern ich muss ja auch ein bisschen gucken, wie kann ich denn das gut bauen? Und dafür brauchen Sie dimensionslose Kennzahlen, weil die helfen Ihnen eben, Sachen von klein auf groß
zu rechnen, ohne dass sie Probleme mit der Dimensionierung kriegen. Okay? Deswegen ist die Reynolds-Zahl nicht Strömungsgeschwindigkeit, sondern Trägheit zu Zähigkeit und dimensionslos. Nächste Frage. Achso, oh, erstmal gucken, wer überhaupt gut war. Also am Ende gewinnt auch jemand. Okay, Maximum sind 1000, also die oberen, die waren schon richtig, richtig gut. Okay, wer ist Henry Darcy? Ah, nein. Okay, sehr gut, dass Sie alle hier sind. Henry Darcy ist im übertragenen Sinne ein Filterbauer. Er ist jetzt vielleicht nicht der Filterbauer, aber er ist definitiv kein Batterieforscher und kein Flugzeugbauer. Und diejenigen, die Henry Darcy kennen, wissen auch, was er mit Filtration zu tun hat. Okay? Und das werden wir uns auch angucken. Dafür werde ich auch diese Sachen hier noch brauchen. Für Filtration. Okay? Also Sie werden Henry Darcy kennenlernen. Und auch hier ist es immer wieder wichtig, das ist sowieso so eine Sache, die mir so ein bisschen gegen Strich geht, ist, IQ wird völlig überbewertet. Okay? Also diese ganzen Leute, die wir da eben hatten und auch Henry Darcy und so, da wird immer so drauf rumgeritten, dass die so intelligent sind. Und also wir fokussieren uns auch bei der Bildung viel, viel zu sehr auf den IQ. Okay, aber die Leute, die wirklich so over the top sind, die sind das nicht nur wegen ihres IQs. Ne? Der hilft da natürlich bei. Der Charakter ist das Entscheidende. Okay? Also wenn wir uns nachher auch mit Tesla auseinandersetzen und so, die haben die Sachen, die sie geleistet haben, nicht aufgrund ihres IQ. Oder nur, der IQ hat geholfen, aber das Wichtige ist immer der Charakter. Okay? Deswegen müssen wir eigentlich auch in der Charakterbildung viel, viel aktiver sein. Und das ist bei Darcy halt auch sehr, sehr interessant, weil der hat sehr Großes geleistet tatsächlich und hat auch ein bisschen was mit seiner Einstellung zu tun, würde ich mal sagen. Okay, da ändert sich einiges. Ich ärgere mich jetzt, dass ich für den Gewinner, die Gewinnerin nichts zum Gewinnen habe, aber vielleicht kriegt er die so ein Zertifikat direkt. Okay, der Gewinner, die Gewinnerin kriegt direkt so ein Zertifikat, was die anderen nach 24 Stunden bekommen können. Muss er sich dann aber morgen bei mir abholen oder sie. Okay, Batman. Sehr gut, das freut mich. Also Sie haben ein sehr, sehr gutes Verständnis von Strömungslehre. Und wir werden uns um 11 Uhr morgen früh genau mit dieser Frage beschäftigen. Okay? Also um 11 Uhr morgen früh werden wir lernen, ob Batman gleiten kann, wie gut er das kann und warum er eigentlich nicht so fliegt und was man fliegt und wie man fliegt. Und warum Batman auch ein gutes Beispiel dafür ist. Also es gibt einen Grund, warum das ganz, ganz interessant ist. Also wer darüber was lernen will, den lade ich um 11 ein. Okay, vorletzte Frage. Fachwerke. Ah ja, okay, jetzt weiß ich auch wo. Okay. Sprachengewicht. Genau, das ist richtig. Wir werden auch lernen, warum. Wir machen auch Fachwerke tatsächlich. Also wir bauen auch ein paar Fachwerke, zumindest am Computer. Kommen aus der Fertigungstechnik? Nein. Und ich hoffe, am Ende werden Sie auch wissen, warum die mit der Fertigungstechnik nicht so viel zu tun haben oder was Fertigungstechnik eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was Fertigungstechnik ist. Es gibt so eine DIN-Norm, die muss man dann auswendig lernen, Urform, Umform und diese ganzen Sachen. Okay. Das ist Fertigungstechnik, das gucken wir uns auch an. Aber Fachwerke, und wir gucken uns dann auch an, warum sind Fachwerke so toll. Weiß jemand, aus welcher Disziplin Fachwerke kommen? Also welche Ingenieursdisziplin, ja?
Statik, genau. Oder wie heißt das über? Also es ist komplett richtig, aber es gibt noch so einen Überbegriff zur Statik. Bauingenieur wäre jetzt zwei drüber. Es gibt dazwischen noch einen Begriff. Also es ist alles richtig, was Sie sagen, aber ich suche einen speziellen Begriff. Mechanik. Okay, also Mechanik, dann gibt es Statik und Dynamik und so. Genau, also Fachwerke behandeln wir in der Dynamik. Und okay, cool. So interessant wäre es natürlich, muss ich mal gucken, vielleicht machen wir das, in 24 Stunden nochmal dieselben Fragen zu stellen und dann mal zu gucken, ob das denn was gebracht hat. Gut. Okay, adiabatische Expansion. Wo kommt das her? Aus welchem? Oder ich lasse erst mal antworten. Ändert sich nur der Druck, ist tatsächlich naheliegend, weil die adiabatische Expansion etwas voraussetzt. Was ganz Wichtiges. Und zwar, weiß jemand, was die adiabatische Expansion, wo gehört die überhaupt dazu? Also wenn ihr in Mechanik und jetzt? Genau, Thermodynamik. Eins der wichtigsten Fächer, was wir im Ingenieurwesen eigentlich anzubieten haben, sollten wir auch dringend viel mehr in die Schulen, wie auch immer. Genau. Aber es gibt eine Annahme bei der adiabatischen Expansion. Weiß die jemand? Ja? Keine Änderung der inneren Energie? Ja? Genau, keine Wärmeverluste. Also bei der adiabatischen Expansion haben sie keine Wärmeverluste und deswegen denkt man ganz oft, die Temperatur ändert sich nicht. Das ist aber falsch. Sie haben keine Wärmeverluste, aber die Temperatur kann sich ändern. Okay, und das gucken wir uns nachher mal an. Also das gucken wir uns dann um 3 Uhr und dann gibt es auch Sekt um 4 und dann gucken wir uns mal an, was das damit zu tun hat. Gut, dann gucken wir jetzt nach einem Gewinner, Gewinnerin. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ist das jemand im Hörsaal? Ja? Herzlichen Glückwunsch. Dann kriegen Sie ein Zertifikat. Okay, das Gute ist, Masterstudent kann die Frage beantworten, finde ich sehr, sehr gut. Das heißt, wenn Sie Master bei uns haben, dann ist das für Sie alles kein Problem. Und Sie haben sich jetzt schon Ihr Zertifikat verdient.